Schere mit, du darfst sie schneiden. Ich darf sie schneiden, dann, siehst, dann bist du da, dann bist aber Glatze, du. Dann bist du aber Glatze. Glatze steht mir nicht so gut. Aber das Glatze kann ich, das ist das Einzige, was ich kann. Aber da steht ja dann eh nicht, Glatze steht ja keinem, da steht ja nichts mehr. Ja. Glatze steht mir nicht. Meinst du, deine Kopfform ist nicht glatzenfähig? Doch, aber mehr da. Pomp-Granate. So, hier ist der Granate. Aber kein Öffner wieder. Stellen wir mal Sachen hin. Was? Maike wartet bis zur letzten Minute, dass er was in die Parkuhr stecken kann. Ist auch echt unverschämt teuer hier. Berlin ist eine Abzocke jetzt schon überall. Eben beim Spätkauf Mentos für 1,90. Ich hatte es in der Hand und er hatte schon die 2 Euro. Was? Da war ich dann kurz. Ist das teuer oder was? Ja, sehr teuer. Die kosten 50 Cent bei Edeka, klar. Da kriegst du ein Dreierpack für 1,50. Und hier eins für 1,90. Das nimmt man für Coca-Cola rein und dann geht die Luft auf hier. Aber ich steck's immer da rein, aber kommt nichts mehr raus. Schmeckt das scheiße. Mentos. Spuck erstmal das Mentos aus, dann schmeckt es besser. Nach Mentos schmeckt das richtig scheiße. Ist ja auch Eistee, steht hier oben. Elephant Bay. Wow. Elefantenpisse. Also in Tee ist doch immer nur so, haben sie so ein kleines Ding reingespritzt, damit der Geschmack ein bisschen. Alles Beschiss, oder? Ja. Eistee ist das furchtbar. Ich krieg immer. Ist ja sogar Tee-Extrakt nur. Aber da ist der Brennwert gering. Ja, ich glaube, Coca-Cola, solche Sachen haben 80 oder 90 oder so und der hat 33. Also da kommst du nicht weit mit dem Ding. Tankstelle. Was man hier alles trinken muss, oder? You have to drink, really. Das ist sogar haltbar bis 26. Boah. Hätte ich das gewusst, hätte ich es noch stehen müssen. Ja, it's time. Also schon Zeit. Muss mich umprogrammieren da oben. Letzte Woche nur englischer. Von Diarrhea zu Durchfall. Na gut, ja, fangen wir mal an. Freitags ist ja immer Feierabend. Wir arbeiten ja alle so spät, ne? Was? Was hast du? Ich guck so auf seinen Fuß und er sagt, ja, der muss da sein jetzt. Ja, kannst dich ja ein bisschen mehr nachher setzen. Naja. Wie, naja? Meinst du, ich habe die Schere dabei? Du, aber ich muss dich gleich was fragen. Vom letzten Mal ist es so an mir hängen geblieben. Ja, guten Abend erstmal. Ne? Ach, guten Abend. Zeit, ich könnte noch was. Es ist was hängen geblieben bei dir. Ja, du hast letztes Mal gesagt, dass ich das perfekte Opfer für Manipulation sei.
Und da habe ich jetzt einen Mindfuck gehabt, immer wieder in der Woche und nachgeguckt, was ist eigentlich mal in Wikipedia und überall. Eigentlich werden nur Männer. Eigentlich werden nur Männer manipuliert. Das ist ja Mann, die pullen so. Nicht Frau manipuliert. Männer polieren. Ja, aber an was machst du das? Das Festmachen. RTL Plus. An was machst du das fest? An Werbung und sowas, ne? Doktrinieren als Kinder. So manipuliert von der Mutter, jetzt geh mal auf den Topf, mach ich in die Hose. Das ist manipuliert schon. Fängt ganz früh an. Ja. Das ist der erste. Aber das perfekte Opfer ist schon eine. Was? Das bist immer du. Das bist immer du. Was? Jetzt klär mich doch mal auf. Ja, hab ich auch gerade. Das ist alles total verständlich. Ne? Es fängt schon bei der Brust an, wirst du manipuliert. Saugen. Wenn du satt werden willst, musst du saugen. Da fängt der Sucher an. Erklär mich mal auf. Glaube ich, gehe an einen Volkshochschulkurs oder so. Also hier, das bringt es ja überhaupt nicht. Ich glaube, du sollst mir einen Kolle-Film gucken oder sowas. Klär mich mal auf. Ja, hat noch einer eine Frage über Manipulation? Nachdem du die so befriedigend beantwortet hast. Ist ja auch Money drin immer. Geld manipuliert ständig. Du musst arbeiten gehen. Das Schlimmste, was man für Geld machen könnte, arbeiten. Und dann sich darunter leiden, dass die Eltern nicht genug hatten, weil man arbeiten muss oder so. Schon fängt das Leid an. Ne? Ja. Da kriegt man jetzt Bürgergeld. Bürgergeld. Muss alles offenlegen. Ach Gott, Manipulation. Alle wollen was von einem. Ne? Gibt alles, nichts ist umsonst. Oder alles umsonst. Alles, was ich je gemacht habe, war umsonst. Was habe ich jetzt davon? Immer versagt, immer umsonst. Meine ganzen Anstrengungen. Alles Dynamische umsonst. Ja, noch Fragen? Irgendwas anderes? Ja, anders höher, alles umsonst. Ja? Luft ist umsonst. Trotzdem. Und dann trotz jeder Beschreibung, alles umsonst. Ja, gut, so. Irgendwas anderes. Irgendwas. Es fängt schon wieder gut an, da. Ne? Ja, irgendeine Frage? Nee. Aus dem Hintergrund? Immer aus dem Wetter, wenn du nicht weißt, was du erzählen willst. Ich hab ja nichts zu erzählen. Ich reagiere immer nur auf solche Fragen. Ja, ich hab sonst keine Unterrichtsfähigkeit. Hervorragend. Ja, das wäre es noch eine Lecture geben. Nee, eigentlich kann ich auch ruhig sein, aber es ist schwer. Ich reagiere immer nur auf irgendwelche Fragen und dann, ich warte eigentlich immer nur auf, dass das triggert. Also ohne diese Triggerfragen kommt nichts. Habe ich nichts zu sagen. Du bist ein Reaktor. Ja, was? Du bist ein Reaktor. Mit nuklearer Underwear. Ein Atomsprengkopf. Ja. Irgendeine Frage? Nee? Komm noch. Mal gucken. Ne? Na gut.
Der Nachbar. Ich traue mich noch nicht. Ich traue mich auch immer. Ich die Matten hier vorne, die haben mich ein bisschen irritiert. Die was? Die Matten, die hier liegen, haben mich irritiert. Die Masse, die hier liegt? Die Matten. Die Matte. Ja, die Matten, das ist ein bisschen gefährlich. Ja, im Moment sitzen noch die, sonst hier liegen. Genau, dass die Matten so um mich rum sind, das hat mich noch ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Das wird schon was zu bedeuten. Ja, das ist so. Damit sie mir nicht zu nahe kommen hier. Die. Ich habe Angst vor der, vor dem Biest, vor dem Biestern. Kann man gut abwischen. Normal liegen sie hier, Christa und alle liegen immer hier. Und jetzt sitzen sie da oben. Immer wenn man sie braucht, sitzen sie oben. Christa. Okay. Kommt alles. Nee. Ja, ist vielleicht hier so im Vorliegen für die Endlage. Das Endlager. Naja, aber vielleicht später kommt eine Frage, oder? Bestimmt, ja. Na gut. Weil manche sind ja schon lange dabei. Und das ist mal im Moment das Ding, alle, die haben keine Frage mehr. Die warten noch immer auf Frischfleisch, die irgendwelche Fragen haben. Da komme ich genau richtig, ne? Ja. Wir gucken mal, ist ein neues da. Ja. Später. Ja, gut, hier was. Trotz keiner Angst, keine Frage. Ja, wir haben doch immer gute Fragen. Ja. Wie kommst du zu einer Bildidee oder wie wird das Bild fertig? Beim Malen. Wenn ich Bilder male, ja. Habe ich mich nie darum gekümmert. Das kommt immer dann. Also du stellst dich nicht vor der leeren Leinwand. Ich habe vorher keinen Plan, meinst du? Okay, vorher keinen Plan. Ja. Meistens habe ich mich unter Druck gesetzt. Also meistens habe ich eine Ausstellung und dann 6 Wochen vorher angefangen zu malen. Damit ich dann wirklich unter Druck bin. Ich kann mich nicht hinsetzen und warten, bis was kommt und in 5 Jahren eine Ausstellung machen oder so. Auf Vorrat malen oder sowas. Das ist wie hier, wenn eine Frage kommt, dann kommt was raus. Dann warte ich. Wie beim Malen, dann kommt auch irgendwas. Die anderen Bilder, die ich abends im Bett, wenn ich nicht schlafen kann, gemalt habe, so in Dings, die sind nie gemalt worden. Weil da habe ich immer perfekte Bilder. Aber wenn es dann vor der Leinwand ist, dann kommt immer das, was dann kommt. Aber es ist wie Sprechen eigentlich bei uns. Wie so ein nochmal, wer spricht? Wie ein Sprechen jetzt? Ach, wie so ein Sprechen, die Leinwand? Hm, okay. Das ist eigentlich wie eine Leinwand, auf die man einfach, also es ist ein informelles oder irgendwas. Das ist einfach nur, also ohne Absicht, absichtsloses Sprechen oder absichtsloses Malen, weil das nennt man Freiheit der Kunst. Und alle sogenannten politischen Bilder oder Konzeptkunst ist für mich, habe ich kein Interesse. Das ist nur irgendwas. Was heißt freie Kunst und nicht konstruierte Kunst? Irgendwas. Oder aussagekräftig oder so. Was ist die Aussage? Was will der Maler damit sagen und solche Sachen? Das ist das Schlimmste, was man mich fragen kann. Was soll das, was sagt uns das jetzt? Oder so. Keine Ahnung. Und das ist auch hier im Talk. Das ist einfach nur Absichtslosigkeit. Also es gibt keiner, der dir was beibringen kann und du brauchst nichts lernen für das, was du bist. Alles das ist also eine vollkommene, der Genuss der Sinnlosigkeit. Also nichts, was man mit nach Hause nehmen kann, ins alltägliche Leben mit übernehmen, eine Therapie, wo man ein besserer Mensch wird oder irgend so ein Zeug. Die bessere Version seines Selbst erfährt. Diese ganzen amerikanischen Plattitüden. Auch nicht für das Jetzt oder so.
praktiziere jetzt das Jetzt. Naja, in der Richtung so. Diese Ahnungslosigkeit, die eigentlich die Natur ist von dem, was du bist. Weil das, was du bist, hat absolut keine Ahnung von dem, was es ist oder nicht ist oder irgendetwas. Und das ist immer da, also eigentlich überrede ich immer den da vorne. Ich rede nicht mit einer Geschichte, sondern immer das, was... Also kein Geschichtsunterricht. Was wäre wenn und demnächst und du musst noch und solche Sachen. Da fehlt noch was. Du bist noch nicht vollkommen. Alles diese. Also kein Verkäufer und kein Käufer. Kein was? Kein Verkäufer und kein Käufer. Obwohl kein Geschäft mehr da ist. Weil normaler in der Alltäglichkeit ist immer Geschäft. Einer will was verkaufen, der andere will was kaufen. Oder was habe ich davon? Vor- und Nachteil, der ganze Zimmer. Das, wo man so dran gewöhnt ist. Wie verkaufe ich mich am besten? Wie finde ich den besten Käufer? Was habe ich davon? Was kriege ich dafür? Also zahlst du mit Aufmerksamkeit, willst du auch was daraus haben. Immer wieder, was habe ich davon? Und eigentlich ist die absolute Entspannung, dass man, man einfach nur, keine Ahnung. Man weiß gar nicht mehr, warum man hier oder nicht hier ist. Also, so weit, so schlecht. Ja, in der Richtung, ne? Wenn mich einer fragt, was ist dein Geschäftsmodell, von mir kriegt keiner was und keiner nimmt was mit nach Hause. Das, was man nicht mitkommt, mitkriegen kann und denkst, dafür kommt immer wieder, damit man nichts kriegt. Total bescheuert, ne? Hört sich schlecht an, aber scheinbar nicht so schlecht. Heute wieder nichts gekriegt. Ja! Ja, Damen und Herren. Haben wir alle schon, jetzt habe ich jetzt alles verraten, jetzt können wir schon. Was jetzt? Heidi, alles gut? Ja, es geht. Was? Es geht. Es geht so? Ja. Ich wollte dich etwas fragen über, was meinst du genau mit diesem Demontagepunkt? Demontage? Nee, das ist nicht der Demontagepunkt, das ist der Montagepunkt. Das hört sich, was ist denn der Demontagepunkt? Sie möchte jetzt, was alles sie montiert hat, jetzt demontieren. Genau. Willst du jetzt einen Werkzeuglehrgang machen? Genau. Welches, mit welchem Werkzeug kann ich mich demontieren? Ja. Aus meiner menschlichen Montage in eine Demontage kommen? Ne? Nein, ich denke... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist jetzt da so bei mir so irgendwie eine Gleichgültigkeit aufgetaucht gegenüber. Für was? Keine Ahnung. Das ist Alter, Heidi. Ja. Das höre ich immer wieder. Warum regt mich nicht mehr so viel auf? Warum bin ich mehr gleichmütig oder so? Kommt das durch, dass ich früher mal meditiert habe, durch irgendwelche Erfahrungen? Nein, man wird einfach älter. Man hat nicht mehr so viel Kraft zum Aufregen. Das ist alles. Ganz natürliches Älterwerden. Das stimmt natürlich schon, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass da, noch ein Sack anders ist. Da muss noch ein Sack gespuckelt werden, da hast du noch einen Sack vor dir. Ja. Ja, aber das ist meistens dann wirklich so, man hat schon alles gesehen, es hat alles seinen Witz verloren und dann älter werden, dann man kennt es alles und so, und dann guckt man einfach in die Röhre, Fernseh gucken. In die Röhre gucken. Ja, das macht nicht mehr so viel Spaß. In die Röhre. Es hat mit Spaß auch nichts zu tun. Da lass die doch im Fernsehen sich drum kümmern. Ja. Ich hab nichts mehr zu kriegen. Man hat kein Interesse mehr am Fernsehen. Es läuft irgendwas.
wo man keine Kinder zu versorgen hat. Zumindest guckt man dann anderen Leuten zu, wie die es machen. Man ist froh, dass man nicht dazugehört. Das ist immer die einzige Freude am Fernsehgucken, dass man sieht, man gehört nicht dazu. Rote Rosen und tralala. Das ganze Anbaggern und Baggerleben da im Fernsehen und wer mit wem und wie oft und überhaupt. Und freut sich, dass man damit nichts am Hut hat. Was ist jetzt mit deiner Montage? Ich habe wirklich eigentlich nicht so eine große Ahnung darüber jetzt. Du hast keine Ahnung? Ja, es hat sich einfach irgendwie was gelöst. Was hat sich? Irgendwas hat sich gelöst. So nicht mehr so diese, ich bin nicht mehr so in diesen Vorstellungen, aber das ist wie automatisch gekommen. Ja, älter werden. Ja, ich weiß, aber ich... Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein spiritueller Fortschritt. Ja. Den gibt es nämlich nicht. Es fühlt sich auch nicht als Fortschritt an. Was? Es fühlt sich nicht als Fortschritt an. Ja, aber du sagst ja Erlösung, es hat sich was gelöst, das war ja schon. Ja, aber es ist ja schon jesushaft. Ja, das Resultat ist der Erlöser hat zugeschlagen. Ich habe mein Uhu verloren. Die Magnetkraft des Lebens schwächt sich ab. Es zieht mich nicht so an mehr. Okay. Ja, so zu Anfang hast du eine starke Magnetkraft, so eine Anziehungskraft, das zu erreichen, das Leben, das Ding. Und die Magnetkraft lässt nach. Das Interesse lässt nach. Löst sich was, was vorher klack gemacht hat, morgens klack. Und das macht morgens nicht mehr so viel klack, das geht nur abends Ich meine nicht das. Oder nicht? Man macht nicht so, man morgens, ja, und jetzt auf und was kostet die Welt, sondern, oh Scheiße. Das wäre so, wenn das da hinten was morgens aus der aufwacht, sagt, oh Heidi wieder. Oh. Also das, was da hinten dann wach wird, hat die Vorstellung verloren, dass Heidi irgendwas mal bringen kann, eben da hinten. Also das Interesse halt löst sich langsam auf. Ne? Ja, gut, wenn du denkst. Die Erwartung an Heidi hat sich als nicht erfüllend ereignet. Okay. Keine Erleuchtete da vorne, keine Realisierte, alles löst sich auf. Gibt es immer dann, die sagen in Indien, die Gurus, du musst bis 50 das geschafft haben, weil danach fehlt dir die Kraft. Was muss ich geschafft haben? Ja, was immer die wollen. Erwachen, erleuchten oder irgend so ein Zeug. Weil danach fehlt die Kraft dafür. Ja. Kann man so, wenn man das so sieht, dann wird man dann noch... Ich dachte jetzt, Heidi, da ist Hopfen und Malz schon lange verloren. Was ist schon lange? Alles ist verloren. Okay. Hopfen und Malz, okay. Durch die hohle Gasse wirst du nicht mehr gehen. Gut. Man wird mehr und mehr zum Gassenhauer. Okay. Man fängt das. Laterne. Ja, Heidi, was war die Montagefrage? Ja, die Montagefrage. Da habe ich doch so viel drüber erzählt. Da ist was? Habe ich so viel drüber erzählt in Bad Pyrmont. Ja, du hast viel gesagt. Ja. Dann ist was passiert. Ich dachte, werden alle Fragen aufgelöst. Dann ist irgendwie was passiert. Also was? Dann ist irgendwas passiert. Ich weiß auch nicht was. Also da war, ist was passiert. So eine Gleichgültigkeit. Ich glaube, du bist zu viel im Therme gewesen. Das war ja, vermutlich. Hat mir das nicht gut getan. Ja. Schweres Wasser. Leichtes Wasser. Ja. Ja, dann machst du wieder Bad Pyrmont. Bitte? Wann machst du es wieder, Bad Pyrmont? Nächstes Jahr, Ostern. Zur Therme gehen? Da muss ich so lange warten? Ja. Vorher ist...
Ostern, ja. Ostern ist gebucht, vorher noch nicht. Ostern? Ostern. Ostereier sammeln. Ich bin schon ein bisschen lahm, ja. Nö. Dazwischen gibt es in weiter Ferne. Ja, aber nach Indien gehst du nicht. Ja. Heidi. Kann sie auch nochmals besuchen. So, was war die Frage? Ja, eben. Da hat sich was gelöst. Ja. Und jetzt? Ich wollte einfach noch ein bisschen diesen Demontage- oder Montagepunkt. Ich habe nie über den Demontage gesprochen. Was heißt das? Montagepunkt. Ah, ja, gut, dann ist das wie sich die Welt montiert. Okay. Aus, von welchem Standpunkt aus du die Welt montierst. Der Heidi-Standpunkt, wie Heidi montiert wird morgens. Okay. Mit dem Montagepunkt. Und den willst du demontieren. Das löst dich ja alles auf, was du mir jetzt gerade gesagt hast. Was löst dich auf? Ach, eben Heidi. Heidi löst sich nicht auf. Gar nicht was soll sich denn da, was soll denn da sich auflösen? Ja, stimmt. Wo ist denn Heidi? Ja. Hat Heidi irgendeine Substanz, die sich lösen könnte? Nein, eben ja. Luft, also Fata Morgana löst sich auf? Nein, ist unmöglich, ja. Das wie ist unmöglich? Ja. Für wen löst sich denn da was auf? Ja. Für den Vater? Nichts auf. Oder die Morgana? Nichts. Du bist nicht mehr mein Kind, sagte der Vater von hinten. Heidi, verschwinde. Ich denke, das würde er nicht sagen, wenn er noch lebt. Was? Das würde er nicht sagen, wenn der, er noch lebt. Der Gott hinter dir, der Gott, der du bist, aha, der ja. Heidi in den Arsch tritt und sagt, du bringst, dich, du bringst es nicht mehr. Ja, gut. Ich habe alle Hoffnung an dir verloren. Deine Kameraeinstellung habe ich jetzt die Schnauze voll. Ich löse mich jetzt von dir. Okay. Wenn es so sein soll, ja. Ja, wie bei der Narkose, die Wahrnehmung löst sich von Heidi und dem Körper und dann ist sie einfach Heidi und körperlos. Ja. Weil mit Körper kommt Heidi und ohne Körper keine Heidi. Wie ist das in der Narkose? Was löst sich da? Also in der Narkose, da weißt du nicht mehr, weißt du nichts mehr. Ja, weil da ist doch, dann scheint die Wahrnehmung gelöst vom Körper. Ja. Wie beim Tief-Tief-Schlaf. Ist auch kein Heidi, kein Körper, nichts mehr da. Ja. Ja. Doch gibt's dich. Ja. Ja, was ist denn dann noch? Was ist dann ohne Heidi? Was ohne Heidi ist? Muss ich das da hinten dann noch von Heidi lösen, um das zu sein? Nein, das muss ich gar nichts lösen. Nee. Und trotzdem löst es. Es löst sich jede Nacht und morgens aus der Erlösung wieder, klappt es wieder an. Und es hat kein Vor-, kein Nachteil. Ne? Mit und ohne Heidi ist es, was es ist. Ja. Also was erlöst sich denn da? Oder erlöst du dich von der Idee von Erlösung vielleicht? Ja, eher. Ja. Ja? Vielleicht ein bisschen. Mehr und mehr sieht sie ein, dass sie Heidi nie los wird. Weil sobald der Körper wach wird, ist Heidi da. Ja, aber der wird ja nicht ewig wach. Bitte? Der wird ja nicht ewig wach. Warum das nicht? Die Energie des Körpers hört gar nicht auf. Ja, er verwandelt sich. Ja, ja, dann ist einfach ein paar mehr Würmer da vielleicht. Ja. Dann wacht das nicht in Heidi auf, sondern in einer Mehrzahl von Würmern, Ameisenhaufen. Ja. Schleichen die jetzt schon rum? Was? Schleichen die Würmer jetzt schon? Die sitzen jetzt schon unter deinem... Die warten schon. Mal gucken, wann Heidi reif ist. Und Heidi wurmt es jetzt schon, dass du irgendwann mal Wurmfutter isst. Das kümmert mich doch nicht, oder? Aha, ha, ha. Soll ich das jetzt kümmern? Wie soll ich es kümmern? Du hast bestimmt schon einen Schlachtplan. Nein, ich habe keinen Schlachtplan. Will ich vom Würmern? Möchte ich verbrannt werden? Möchte ich das? Wo möchte ich liegen? Und solche Sachen. Alle haben irgendeinen Schlachtplan im Kopf. Was soll mit dem dann passieren? Ja. Nein. Aber kein Schlachtplan ist auch ein Schlachtplan. Ja, dann sagst du, noch mir die Sündflut, mach doch was ihr wollt mit mir. Ne? Ja, ja, meine Tochter. Hundefutter, ich mach aus dir. Immer, was ich mach dir Kit-Kat, wirst du. Einfach Kit-Kat. Ja. Ja, was denn? Weg ist
Da ist doch da nichts weg. Sollen ja, die da weggehen? Sich, aber es ist trotzdem ja. Was? Ja, ich nehme mal an, ich kann nicht mehr mit dir reden. Wer sagt das? Ich. Ja, ich meinst du, das hört irgendwann mal auf? Dass das Sein mit sich redet? Oh, meinst nein. du, man braucht, das Sein braucht Heidi als Mikrofon? Ja, zum Aufnehmen und Lautsprecher? Stimmt. Oder gibt es dann irgendein anderes Mikrofon und Lautsprecher für das Sein, wo sich das mit sich selbst unterhält? Ja. Ich glaube, man sollte sich da nicht so wichtig nehmen. Natürlich, du hast recht. Wie natürlich? Hat das Sein irgendwann mal aufgehört oder angefangen, mit sich selbst zu reden, zu quasseln? Ja, weder noch. Ja, ja wir, das nennt man Mind. Ja. Sobald es da ist, Mind zu Mind. Seit dem Urknall, wo das Sein einen Urknall hat, redet der Scheiß mit sich selber. Ja. Und denkt sich, wer hat jetzt den Knall? Nicht den erwische. Knall das wieder. Wieso wahnsinnig? Das ist einfach, wann hat der Scheiß mal angefangen, wann würde er aufhören? Weißt du, es gibt ein Entkommen? Ständig ein ewiger Kommentator seines Seins zu sein, kommentierend bis in Unendlichkeit. Von Anfang an kommentiert man seinen Scheiß. Den man da vorne denkt zu erfahren. Ja gut, den Traumkommentator. Es muss sich ja nicht immer so ausdrücken. Klar muss ich es so ausdrücken, wie denn sonst? Muss ich irgendwie ausdrücken? Nicht als Heidi, aber als irgendwas drückt es sich aus. Als irgendwas. Es verwirklicht sich als irgendwann, geht doch immer weiter der. Wann hört die Wirklichkeit immer auf, sich zu verwirklichen? Die kann nicht aufhören. Das hat ja nie angefangen. Wie kann etwas aufhören, was nicht angefangen hat? Und für wen muss es aufhören? Sag es. Mich. Nein, mir. Sag's nicht. Die Schnauze voll, ich will mich lösen. Der will endlich Ruhe haben. Habe ich gesagt, ich will mich lösen? Ich wollte nur du hast gesagt, du bist gelöst. Du bist mehr gelöst jetzt. Was? Was hast du gesagt, dass du dich mehr gelöst hast? Ja, vorher hatte ich noch so ein, ja stimmt, ich hatte so ein Vorstellungsgefühl, ja. Ja, im Theater, Theater gibt es Vorstellungen. Das ist weggefallen, das Theater. Ja, dann spielst du jetzt die Rolle keine Lösung mehr. Nein. Vorher hatte die Heidi die Lösungsfrage und jetzt hat sie die ungelöste Frage. Nein, ich wollte nur was über dieses Montagezeugs hören. Ganz harmlos, Karl. Was? Die Frage war ja Heidi, ganz du bist harmlos. Nicht harmlos, du bist nicht harmlos. Du bist ein Schlitzohr aus Schweiz. Bestimmt nicht harmlos. Eine harmlose Frage, geht das? Gibt's das? Aber Entschuldigung, kannst du mal erklären, was das ist mit dem Montage? Er kann das, ich kann das. Er kann das. Das gibt es bei Castaneda und Schamanen, da gibt es den Montagepunkt, einen menschlichen Montagepunkt und dann gibt es ein Tier, von jedem Tier, von Stein, von allen Möglichkeiten, wie sich das Sein montiert. Montiert? Ja, es montiert sich. Aha. Da ist ein Punkt, von dem du betrachtest, also ein menschlicher Standpunkt, ein tierischer, wo Wahrnehmung sich wahrnimmt, von dem Punkt aus. Da montiert es seine Wirklichkeit, sein Universum, seine Umwelt. Jetzt im Moment hast du jetzt so einen menschlichen Berliner Montagepunkt. Ja, oder gerade wie alt du bist, von einem Erfahrungsstandpunkt. Aus einer Erfahrung montierst du deine Welt. Mit Begriffen und Kommentaren und das Ganze. Hast du das erfunden? Nee, das ist Castaneda. Ach so, ja. Das ist schon ein altes Ding. Mexiko, 60er Jahre, war ich ja öfter damit am Gange. Und da gibt es den Montagepunkt. Und den kann man halt lösen, indem man Übungen macht. Auch die dynamische bei Osho. Alle Yoga-Techniken sind der Versuch der Lösung des Montagepunkts. Also den menschlichen Standpunkt zu verlieren und dann eben die ganze Bandbreite von Sein möglicherweise. Und die Erleuchtung wäre, wenn du die ganze Bandbreite von Möglichkeiten von Sein wie so ein Streichholz dann brennt. Ich dachte, es gibt keine Erleuchtung. Bitte? Ich dachte, es gibt keine. Doch, im Traum gibt es die. Wenn es die nicht gibt, gäbe es sie auch. Alles, damit es sie nicht geben kann, muss es sie geben. Also es bringt nichts zu sagen, es gibt sie nicht. Es gibt sie, aber sie gibt es im Traum. Und im Traum gibt es Montagepunkte, wie der Traum sich träumt. Also von welchem Standpunkt aus du diese Welt montierst.
wie im Nachttraum, wenn du träumst, montierst du ganz Universen, genauso wie jetzt, von einem bestimmten Punkt. Manchmal bist du ja auch nicht die Person, die du jetzt bist, sondern irgendwas anderes. Oder erlebst dich als Tier oder was auch immer. Und das ist ein Montagepunkt. Und der ist jetzt im Moment hier der Karl-Punkt, da gibt es den Punkt und den Heidi-Punkt. Es gibt 8 Milliarden verschiedene menschliche Montagen. Und dann die ganzen Ameisen, Gott und die ganzen Vögel und Gott, wo, wie oft sich das Sein montiert und von verschiedenen Blickwinkeln in sich reinschaut, in was auch immer. Ja, und nur der Mensch scheinbar hat die Notwendigkeit, weil es ihn nervt, nur aus einer Sicht zu schauen. Er möchte erleuchtet werden, realisieren, er möchte in seiner Komplettheit sich erfahren. Und die hat solche Probleme nie. Sie hat gar keine Idee von, wie kann es anders sein, wie kann ich vollkommen werden, wie kann ich komplett sein. Von daher. Ja, und eben bei Schamanen gibt es halt die Techniken, dass man da sich anpirscht an sich und dann ständig seine Geschichte auch verliert, weil man guckt immer nur aus einer Geschichte raus. Das Ahnen irgendwas, was man erfahren hat. Weil wenn du keinen Namen hättest für das, was du siehst, würdest du es gar nicht sehen. Du brauchst erstmal eine Begrifflichkeit, damit überhaupt das sein kann. Damit wirst du eben schon als Baby dann von deinen Eltern, es wird alles reingetrichtert. Und dein Ahnen, die auch als Echo von irgendwas kommen. Manchmal weiß man gar nicht, wo es herkommt, ne? Oder meistens. Auf einmal ist da so eine Eingabe von hinten, von irgendeinem Ahnen, von einem Mittelalter oder sonst wo, von Ägyptern oder irgendwas. Und man weiß ja gar nichts. Unverhofft kommt dann irgend so ein Ding, auf einmal hat man da, oh, was ist das denn jetzt? Das habe ich doch nie erfahren, wo kommt das jetzt her? Also alles wie so ein Wunder. Boah. Und man möchte natürlich immer dann Sicherheit haben und möchte verstehen, wie es geht und wie man es beherrschen kann. Und kommt immer wieder was Neues dazu, wo es einen zeigt, leider geht es nicht zu beherrschen. Und die ganzen Drohungen, die Leute nehmen, das ist ja auch dann, dass es einfach nur dann sich löst oder mal eine andere Wahrnehmungsform einnimmt, eine andere Leuchtkraft erreicht die Welt. Wenn er einen trinkt, wenn sie besoffen sind, haben auch eine ganz andere, montiert sich die Welt ganz anders. Dann ist wie alles so in so wie in eine Watte getaucht oder so. Alles verschiedene Arten und Weisen, wie man sich wahrnimmt und die Welt montiert aus einem bestimmten anderen Punkt. Aber der besoffene Standpunkt ist ein anderer als der nüchterne. Immer anders. Also es ist immer anders. Alles guckt sich, jeder hat für sich eine einmalige Ansicht von Sein. Immer unikat. Und das ist der Montagepunkt, wie er sich montiert. Ja, aber man verändert dann auch seine... Ja, der Montagepunkt verändert sich natürlich durch Erfahrungen, durch Erlebnisse. Da verändert sich der ganze Sichtweise. Was man vor 5 Jahren gedacht und erlebt hat, erlebt man jetzt ganz anders. Filme, die man aus den 60er Jahren, die guckt man heute 5 Minuten und denkt sich, Gott, was habe ich denn da gemacht? So langsam, das geht doch gar nicht, oder? Du kannst ja auch nichts wiederholen, du denkst, es kommt dann wieder, das ist immer noch das, was du, nee, geht nicht, du kannst. Und manchmal wunderst du dich, hörst wieder einen 70er-Jahres-Song und auf einmal bist du genau wieder in der Zeit, montiert sich deine ganze Wahrnehmung um diese Party, wie es damals war, ne? Ach, das war es noch, und dann kommen die ganzen, es war einmal, und da war alles besser. Ja, was auch immer. Also es ging um einen Montagepunkt, der immer sich wandelt auch. Bloß mehr oder weniger in so eine Kerbe von Menschsein dann gehämmert wird. Wenn du geboren bist, ist es einfach flach. Beim Baby bewegt er sich ganz frei über diese ganze Landebahn dahin. Dann kommt die Mutter und haut Brust und die ganze Erziehung. Da wird das wie so eingekerbt, dein Ding, deine ganzen Erfahrungen. Bis du dann ganz steif bist als alter Mensch. Oder du wirklich starr geworden bist in deine Ansichten und Dinge und aus Angst machst du alles dann nur noch starr und muss alles genauso sein, die Löffel müssen da liegen und damit du bloß, weil die Energie will und kannst nicht mehr, also Freiheit ist unmöglich. Da braucht man Dinge. Obwohl heutzutage, wie kommt, dass die Jugendlichen AfD wählen, ne? Aus dieser Art. Es gibt so Phänomene, die kann man sich gar nicht erklären. Ne? Wahnsinn. Auf einmal die 16- bis 18-Jährigen wählen dann AfD und irgendwelche machen so. Und dann gibt es 70 und unsere 70-Jährigen, die sind total auf Anarchie.
Was ist denn hier los eigentlich? Also ist alles unberechenbar, der ganze Film. Also man wundert sich immer mehr. Es ist möglicherweise auch so eine Generationenfrage, wie man gerade, in welchem Knick man geboren ist oder so. Mit welcher Stimmung und welche Sternkonstellation. Alles spielt da rein, das ganze Universum, wie sich deine Welt montiert. Verrückt, ne? Was resoniert? Und wie passt aber dazu die Hellsichtigkeit? Ja, was? Wow. Also das ist meine Erfahrung halt. So. Bist du hellsichtig? Ich gucke, also ich sehe meistens auch nur, wenn Licht ist. Das ist schon für mich hellsichtig. Im Dunkeln sehe ich nicht so gut. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, aber ich mache halt gerne Witze. Ja, ich mache gerne verwirrt Witze. Mich immer wieder halt. Es verwirrt mich halt immer wieder. Nein, aber für mich ist es ganz natürlich, dass Bewusstsein keine Zukunft, keine Vergangenheit kennt. Für das Bewusstsein ist alles jetzt, auch was jemals passieren wird oder jemals passiert ist. Es kann aus jeder Richtung ein Echo kommen oder eine Erfahrung. Die Hellsichtigkeit ist einfach nur, dass da ein Empfänger ist, der das empfängt aus irgendeiner Richtung. Weil für mich ist das die Zeit kein Pfeil, das in eine Richtung geht. Für mich jetzt und immer da, alles. Darum ist es auch für Hellsichtige oder irgendwas möglich oder Wahrsager, dass die Zukunft, die schon da ist, auf einmal von da so eine Wahrnehmung kommt, so eine Welle reinkommt. Für mich ist es ganz natürlich. Quasi das Selbst mir alles wie erschaffe. Nein, du erschaffst dir nichts. Es ist einfach nur, da kommt ein, du hast dich eingetunt auf den Sender, so ungefähr. Du erschaffst das nicht. Das ist schon alles da. Du kannst ja nichts erschaffen, was schon da ist. Das ist wie ein Radioempfänger. Normalerweise sind normale, die sind nur auf einen Sender fixiert. Mein Sender. Es geht mir schon lange auf den Sender hier. Und manche haben halt die Frequenzen, die können auch die zukünftigen Frequenzen einsammeln. Ne? Weil sie im Freien ihrer Wahrnehmung sind und nicht so starr in ihrer, was auch immer. Alles ist möglich. Also es gibt ganz starre und es gibt auch so ganz über die ganze Spektren sich wandelnde. Und manchmal kriegst du ja auch einen Sender rein, wo du gar nicht mehr weißt, wo es herkommt. Ne? Die meisten wissen ja, wenn das Telefon klingelt, wer es ist. Ja, ist ja auch, das wäre dann Hellsichtigkeit. Man kriegt ja schon eine Energie aus der Zukunft. Man weiß ja schon, wer da anruft. Also dann heißt es, man ist nicht verbunden, sondern man ist auch das, was anruft. Man ist nicht gar nicht verbunden. Man ist ja schon, braucht ja gar keine Verbindung. So die Idee, man ist halt mit den Menschen so verbunden. Nein, man ist nicht verbunden, man ist das. Man ruft sich eigentlich immer selber an. Ja, deswegen meine ich ja, erschaffe ich das dann? Nein, er schafft sich nichts, es ist einfach schon da. Okay. Man muss es da nicht schaffen. Da muss man sich auch, braucht man auch nicht üben. Das macht man auch, das ist auch kein Vorteil zu wissen, wer einen anruft. Meistens ist es ja eine Schwiegermutter oder irgendwem, mit dem man nicht sprechen will. Die anderen, da will man ja gar nicht wissen, warum sie einen anrufen. Dann nimmt man einfach ab. Und fragt, soll ich denn, soll ich nicht? Oder so. Wie kann ich das vermeiden? Naja, hellsichtig. Aber ein Sechsjähriger hat keine Ahnung von der Zukunft. Da ist das alles noch eingefaltet. Könnte man das so beschreiben, dass es sich denn erst entfaltet? Nö. Es gibt auch Vierjährige mit Hellsichtigkeit und die haben manchmal mehr Ahnung als Erwachsene. Sind noch viel offener für die ganzen Frequenzen. Ja, ist so. Kommt drauf an. Mancher als Sechsjähriger ist schon älter als ein 70-Jähriger. Vollkommen eingehammert in sein Ding da. Alles ist möglich. Es gibt da keine Alterssache oder irgendwas. Es ist wirklich. Aber es ist denn nicht die Norm? Nee, Norm gibt es ja eh nicht. Phänomen vielleicht. Nee, es gibt ja kein. Norm gibt es für mich eh nicht. Norm, was ist Norm? Das gibt hier Schuhgröße, das hat eine Norm oder so. Ja, zum Beispiel. Ja, aber frag mal den Schuh, bist du jetzt mit deiner 43 zufrieden? Keine Antwort. Meine Kleidung redet nicht mit mir. Die drückt nur ab und zu. Wo drückt der Schuh? Wo drückt der Schuh? Nein, es gibt ja, dann sagen sie ja, das ist eine alte Seele, der mit 5, 6 Jahren, das ist schon ganz andere Erfahrungswelten-Ding als jetzt so einer, der, ach Gott,
Ich habe dann immer Erklärungsversuche, warum das dann so ist, weil der ist ja schon, gibt ja auch so erleuchtete Geborene in Indien, Sai Baba, der ist schon erleuchtet geboren gewesen und andere, Ali Baba auch. Alle Babas. Gehört aber nicht unbedingt zu meinem Montagepunkt. Es gibt ja nicht deinen Montagepunkt. Das Bewusstsein erlebt sich aus diesem, dem Punkt, der du jetzt gerade zu spielen hast. Sowas, eine alte Seele. Ja, das ist ein alter Montagepunkt dann. Der Monteur ist immer der gleiche, aber die Zange ist immer anders. Also das Werkzeug ist immer verschieden. Aber das, was das Werkzeug bedient, also das, der absolute Monteur ist immer der, das eine Sein, was ich mit dem Werkzeug erfährt und mit dem anderen Werkzeug. Das Werkzeug ist ja nur ein Werkzeug. Ob das jetzt ein fünfjähriges Werkzeug ist oder ein rostiges oder Edelstahl oder ein adliges Werkzeug oder ein königliches oder irgendwas. Vollkommen wurscht in dahin, dem Monteur. Der nimmt, wie es kommt, muss er eh. Der hat keine Chance. Das Sein kann nicht entscheiden, wie es sich wahrnimmt, durch welches Werkzeug es sich wahrnimmt. Das ist eine vollkommene Willenslosigkeit da hinten. Es hat keinen Willen. Doch keinen Vorteil, ob es so oder so ist. Es hat gar keine Ahnung, was besser wäre. So oder anders. Es kennt gar kein besser oder schlechter, gar kein gut und böse. Das ganze Ideenstruktur ist ja nur ein, was auch immer, zivilisiertes. Wie die 10 Gebote, wer braucht die? Ein junger Christ braucht die. Nee, ein Jude. Bitte? Die Juden waren das zu Anfang. Oder bitte, ja, wie auch immer. Moses alleine mit Gott da oben. Ja. Keiner hat ihm, das kann jeder, am Berg gehen sagen, da war keiner, aber der hat mir gesagt, wie es zu sein hat. Alles nur gelogen. Braucht doch keiner. Straßenverkehrsordnung. Braucht man. Das ist die 10 Gebote genauso. Man soll nicht in Deutschland links fahren. Steht schon da. Ja. Steht schon da. Ja. Mosaischer Glaube ist das? Was ist das? Mosaischer Glaube. Mosaisch kenne ich nicht. Mosaisch. Der mosert immer, der Moses. Das ist alles. Also Hans Moser. Egal, was du machst. Mosern sie immer rum. Da kommt das Mosern her. Dann kommt er vom Berg runter, dann haben wir unten wieder ein goldenes Kalb hingestellt und dann hat er wieder rumgemosert. Du sollst keine Idole haben. Aber als Moses mit den 10 Geboten vom Berg runtergekommen. Mit den Tafeln konnte er die überhaupt tragen, die Dinger. Ja, wie auch immer. Gott, oh Gott. Also mit diesen Konzepten von 10 Geboten, ja. Ist das aber damals die größtmögliche Wahrheit, die er da runtergebracht hat. Das ist einfach nur Straßenverkehrsordnung. Der brauchte mal noch keine Straße. Doch, das Gebot heißt einfach, bring deinen Vater nicht um, bevor er dich gemacht hat. Aber das hat ja nichts mit dem Verkehr zu tun. Doch, das hat mit dem Verkehr zu tun. Das ist eine Verkehrsregel. Das ist Verkehrsregel. Bring nicht deinen Vater um, bevor er deine Mutter getroffen hat. Das ist eine Verkehrsregel, oder nicht? Na, Bus, ich war ja schon. Das wäre für mich Wahrheit. Weil da ist für mich irgendwas doch. Dich gibt es nur, weil ich zufällig. War aber schon, bevor meine Eltern mich gemacht haben, war ich ja schon da. Ja, ist ja das Schlimme. Und jetzt hast du den Salat mit dir da. Nö, ich kann das akzeptieren. Ja? Jo. Kannst du? Ja. Bis die Kanne nicht mehr da ist. Nur weil die Kanne da ist. Ja, aber es ist ja der kindliche Montagepunkt, der da noch bei mir wirkt. Der kindliche Baby, oh Baby, Baby, Baller, Baller. Ja, genau der. Der Berg- und Talbahn, Montagepunkt. Ja, den habe ich auch so teilweise. Der ist einfach lustig. Naja, nach einer gewissen Zeit, wenn man das dann über hat, ja. Nee, hat man keine Angst mit der Babymontage. Komm doch, was will. Man hat doch gar keine Angst vor Zukunft, wenn es keine gibt. Man gar keine Ahnung davon hat. Gar keine Begrifflichkeit von Zukunft, von Zeit.
Also wenn ich... Denn Glücklichen schlägt keine Stunde, das war dann das Baby denn. Ja, aber wenn ich als Baby zum Beispiel ein Problem habe, durch den Gebärdskanal zu kommen und es nicht schaffe... Durch den Tunnel. Dann habe ich aber wirklich erstmal die Arschkarte gezogen. Nee, dann hast du Glück gehabt und bist nicht rausgekommen. Ah ja, ja klar. Aber der Stress ist... Das war kurzer Stress dann. Kurzer Stress, sonst hast du ja mal 80, 90 Jahre vor dir. Das ist wahr. Manche kommen ja schon aufgehängt raus. So. Die haben schon damals versucht, nicht? So als Baby blau geboren, so ein Indigo-Baby. Manche versuchen wirklich mit aller Gewalt nicht rauszukommen. Die stemmen sich mit allem dagegen, was möglich ist. Und dann kommt der Kaiserschnitt. Dann müssen sie doch, flutschen sie doch raus. Ach, aber eigentlich möchten sie ja schon, wenn, bevor der Sperma das Ei trifft. Es kommen ja nur die Schwachen durch. Die Starken schwimmen gegen den Strom. Darum, die Menschheit wird immer schwacher. Weil die Starken, die kommen, es kommen immer die Schwachen beim Ei an und die rutschen dann so rein. Sie werden eingesaugt vom Eiertanz. Ja, haben sie festgestellt, es war wissenschaftlich bewiesen. Starke Samenzellen gegen schwimmenden, wie die Forellen, die schwimmen auch immer gegen den Strom. Gott, oh Gott. Wo waren wir beim Montieren? Ne? Die kommen auch nicht mehr, die Monteure kriegt man kaum noch. Ne? Ja, stimmt. Teuer sind sie und kommen nicht mehr. Wenn man mal eine Leitung kriegt. Oder? Nee, es ist. Ich will nur noch finden, persönlich hat es mit persönlich gar nichts zu tun, was du willst oder nicht. Das Sein hat einfach keine Chance, sich auszusuchen, wie es sich lebt. Das Leben hat keine Wahl, wie es sich lebt. Es lebt sich so, wie es sich lebt und hat keinen Vor- oder Nachteil in irgendetwas. Und montiert sich da, man fährt sich, als was immer erfahrbar ist, erfährt es sich. Und keine Chance, irgendetwas auszulassen. Und das ist halt die Natur, das Wesen, was du bist, was im Wesentlichen keine Wahl hat, wie es sich lebt. Und jetzt, wer würde sich sonst das auszusuchen, hier als Mensch ist schon das Schlimmste, was man sein kann. Dich als Mensch erfahren, furchtbar. Aber was soll's, 8 Milliarden Fehlurteile. Ne? Menschheit ist... Paradiso-Animale nennt man das, das tierische Paradies, die gar keine Ahnung haben von irgendwas. Der Mensch hat eine Ahnung, das ist das Schlimme. Und Ahnen, die ahnen immer von irgendwas. Oh. Also wenn Gott oder das Leben könnte, dass es keine Menschheit gibt, das hat schon öfter mal versucht, Kometen und Katastrophen und so, aber immer kommt irgendwer durch. Ne? Scheiße. Irgendwas aufgegeben. Jetzt versuchen ein paar Kriege machen wir da mal, ein paar weniger, hilft auch nichts. Die Endlösung wird nicht stattfinden, Heidi. Du mit deiner Lösung kommst nicht durch. Der kleine Hitler will immer die Endlösung kennen. Ja, vielleicht aber, wenn die Sonne implodiert, dann... Finde ich gut. Ja, bin ich auch dabei. Ich kann es prüfen. Ja, dann sind wir dann zusammen im implodierten Nichts dann da hinten. Das schwarze Loch schluckt uns dann bis zum Gehen nicht mehr. Die Relativitätstheorie macht uns fertig. Ja, finde ich gut. Und doch kein Entkommen. Dann fährt man sich einfach ein schwarzes Loch. Ja. Also dann das Sein erfährt sich als schwarzes Loch. Alles einsaugen. Das ewig hungrige schwarze Loch, bis es dann mal satt ist und schafft sich wieder so ein Universum irgendwo. Das ist ja, das wurmt einem ja jetzt schon, das Wurmloch. Hinten Wurmloch und hinten kommt mehr Scheiße raus, als vorne reinkommt. Das haben sie bei Enterprise auch schon immer so. Star Trek, ja. Raumschiff Enterprise, ja. Star Trek, die neue Generation. Schon in das Wurmloch rein und dann hin. Beam me up, Scotty.
Ja, das ist eine schöne Sache, wenn man so nur diese Atome und Neutronen, das ganze Ding einfach wieder zusammensetzen kann und die Information da von da nach da setzt. Dann montiert man das einfach wieder da zusammen. Alles, was hier so als Information ist, wird als Information dann da wieder zusammengesetzt. Das ist einfach nur eine Information. Und dann ist da nichts, dann haben sie früher mal gesagt, da fehlt die Seele dann. Die wird auch zusammengesetzt, die gehört ja zum Körper. Der ganze Firmel, der ganze Ding, da wird es aufgelöst und setzt sich dann wieder da zusammen. Auf einmal, aber dann nur halb da aufgelöst und dann nur halb zusammengesetzt. Dann hat man wirklich so ein, da kommen dann Doppeldenkgänger. Gibt es auch. Ja. Aber welchen Arm habe ich denn jetzt hier? Nee, die Zukunft wird wirklich, die ist beamen. Beamen. Und vorher gab es ja jetzt immer die, wie heißt das, wenn man die Ideen so übermittelt? Telepathie. Gibt es ja jetzt mit Handy. Ja, du hast ja mal einen Talk gesagt, vor kurzem, also ich höre deine Talks, habe ich in letzter Zeit gehört, dass alles Energie ist. Also das wäre jetzt noch so eine Frage, oder dass du da vielleicht noch was dazu sagen könntest. Und dann das hat mich, weil ich mich immer mit Ernährung beschäftige, fand ich so, ja, wenn man nur Organic halt isst, dass man dann... Ärgert man sich schon beim Essen. Weil organische Energie ist nicht verschieden von der anorganischen. Was ist eigentlich? Also das heißt, ich ernähre mich zum Beispiel nur vegan. Also ja. Habe ich schon von gehört. Es soll solche geben, habe ich gehört. Es gibt auch Prana-Esser. Ja, für mich ist eh alles Licht, alles Energie. Also ich hab da so ein Problem, ich unterscheide nicht so gut. Auch Elektrosmog? Ja, alles. Mikrowelle, Makrowelle. Ja, weil, also mit diesem, dass man sich vor Elektrosmog... Ich rauche alles. Auch Elektrosmog. Obwohl ich eigentlich ein Nichtraucher bin, rauche ich auch den. Kann man aber, macht doch Spaß. Geht zwar nicht, aber du bist in der Stadt umgeben von so viel Scheiße und versuchst in deinem kleinen Zimmer den Elektroschmuck wegzumachen. Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Da musst du wirklich Himalaya irgendwo auf dem Berg, der kilometerweit keine Umgebung, wo keine Satelliten beamen oder irgendwas, wo du keine Verdreckung hast. Hast du die Erfahrung schon gemacht? Was? Im Himalaya? Sowas? Ja, im Ladakh. Da fühlt man sich als Ente und ganz frei. Eine Ladak. Eine lahme Ente da oben. Ladak. Nee, ich meine, man kann sich viele Ideen und so, wahrscheinlich, wenn man sich fürchtet, weiß man, und man weiß aber nie warum oder so. Man hat irgendwas gelesen und dann auf einmal stellt man sich das vor und jetzt wieder montiert sich seine Wirklichkeit und dann spürt man das auch. Auf einmal spürt man auch die Wellen und ich kann dann nicht schlafen, wenn das Ding an ist. Ja, ist so. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Allein weil du es dir vorstellst, kreierst du dir montierst du dich deine Wirklichkeit, dass dich das dann in deiner Frequenz stört oder so und dann du nicht schlafen kannst. Oder du kriegst dann Zahnschmerzen, der Mangan vibriert oder so. Ständig resoniert mein Manganfeld. Mein Induktionsstrom induziert mich mehr. Meine Hüfte ist ganz am Wackeln oder so. Nee, wenn man sich das so vorstellt und gelesen hat, irgendwann, man ist alles Einbildung. Warum ja, nicht? Krankheiten, ne? Oder das? Ja, ist aber auch ein Weg, ne? Habe ich gehört. Dalke. Immer noch ein Dalke. Ja, was machen die ganzen Ärzte und die Heilpraktiker, wenn du nicht mehr krank bist? Man muss doch dem mal was gönnen. Ja. Willst du an einem rumdoktern können? Hier, dann würde ich ja ganz total verärmen, der Junge. Wenn es keine orthopädischen Strümpfe mehr gebe. Nimm's mir hier unter den Fingern. Das Material. Ich finde die Gildot irgendwas mit den orthopädischen Strümpfen. Oh.
Frauen auch sitzen. Nein, das ist. Meine, viele sind da ja. Du hast ja nur eine Brille, weil du dir das einbildest, nicht zu sehen, oder? Gibt ja auch solche. Ist das jetzt nicht. Meine Dioptrie ist ja nur eingebildet. Ich laufe sonst immer gegen die Wand, aber will ich mir auch nicht einbilden. Hört nicht auf. Die Esoteriker haben auch ihre. Ich meine, ich habe auch nichts gegen organisches Essen oder so. Oder Bioland oder so. Oder keine Ahnung. Hauptsache, wollen lassen mich in Ruhe. Aber ich bin halt, ich kaufe einfach nicht. Also, dass es besser wäre als was anderes oder so. Kann sein, wenn man das denkt. Und alt, die meisten, die ich treffe, die wollen ja gar nicht alt werden. Aber tun das meiste dafür, dass es werden. Die wollen ja gar nicht leben. Also spirituelle Sucher möchten ja schon Ego verlieren, alles verlieren und erwachen. Möchten ja gar nicht hier sein eigentlich. Die meditieren, die wollen sich ja wegmeditieren. Darum dann meditieren sie. Die wollen ja irgendwas kontrollieren, damit sie nicht mehr da sein müssen. Ich gehe jetzt in eine Ebene, wo ich nicht mehr bin oder so. Weil da geht es mir besser, wo ich nicht bin. Also ich möchte ja gar nicht hier sein. Es gibt ja die ganzen Dinger da, ne? Ja, oder nicht. Und dann essen sie aber organisch. Und natürlich doppelt bestraft, die zahlen dann das Dreifache und müssen länger leben. Also schlimmer geht nicht. Ich denke immer, was ist dümmer? Wenn es schon dumm läuft, dann läuft es wirklich dumm. Willst gar nicht hier sein und musst dann länger Strafe absitzen. Du wirst doppelt bestraft. Boah. Dann doch lieber McDonald's, oder? Nee? Schmeckt mir auch nicht mehr. Du solltest nicht übertreiben. Nee, ich will nur damit sagen, es ist alles, ja. Also man kann es quasi machen oder nicht machen, ist egal. Es ist nicht egal, du wirst dann halt so gelebt, wie das Leben dich lebt, mehr nicht. Das Leben lebt sich dann als Organiker oder Veganer. Es geht immer noch schlimmer, das ist nicht das Problem. Aber du wertest nicht. Nein, aber das Schlimmste ist, man gibt sich in ein Gefängnis von einem Konzept von, was ich zu essen habe. Freiheit, also mit freier, also scheinbar, ich gebe Freiheit in das Gefängnis, beschränkt zu sein. Beschränkt sein. Man schränkt sich so ein wegen etwas. Das mache ich nicht, ich mache nur das und bin nur mit Leuten zusammen, die so und so sind, eine Partei da rein. Diese ganzen Beschränkungen, die man sich scheinbar freiwillig einbegibt. Pff. Aber du kommst da nicht gegen an. Das ist, wenn es so gelebt wird, wird es so gelebt. Auf einmal findest du dich in der AfD oder im KBW oder so. Was? Kommunistischer Bund Westdeutschlands. Das ist nur noch im Untergrund zu finden. Das war früher unsere Taktik. In den 70ern haben ein paar Freunde haben Mitglied geworden und mussten nicht zur Bundeswehr. Das war natürlich dann gut. Wenn du Mitglied da bist, ja, es gibt ja immer Vorteile dann. Und du willst ja auch einen Vorteil, wenn du Veganer bist, möchtest du ja auch einen Vorteil haben. Weil du denkst dir dann, die Kühe müssen nicht mehr leiden, die Kälber haben mehr Milch und irgendwelche und ich esse keine Käse mehr und Ding. Und mein Körper fühlt sich besser an, ich gebe nach dich. Ist ja auch ein Vorteil, ist die Idee. Ist ja auch okay. Ja, aber ich muss sagen, mir ist es schon so irgendwie eingefallen. Also ich habe jetzt nicht so, okay, jetzt deswegen, sondern es ist einfach passiert. Ja, aber ich habe auch Freunde, die haben dann politischen Hintergrund. Also auch Weltretten und so. Das steckt dann schon voll drin. Die wollen wirklich so, da kommt dieser esoterische Faschismus von hinten. Schön. Weltretten. An meiner Idee, so die Welt jetzt, sonst geht die Welt baden und tralala. Und das nicht alle machen, dann denke, wenn alle so wären wie ich, das ist dieser Hintergrund, ne? Dann würde die Welt ganz anders sein und ich habe die Weisheit mit organisch gefressen. Oder veganisch. Ne, jeder hat so sein, jeder ist ja so ein, weiß immer besser wie alle anderen, wie es zu sein hat. Und wenn man als Gruppe sieht, das ist dann noch schlimmer. Eine Gruppe, die besser weiß als alle anderen. Ne? Oder die ganzen die Komiker jetzt, die ganzen sogenannten Comedians, die jetzt besser Politiker, also immer Politiker und Grünen und so draufhauen, immer denken, besser zu wissen als alle anderen. So. Wahnsinn, ne? Scheibenwischer damals, das ganze Zeug. Kabarettisten. Alle sind Experten. Du triffst immer nur Experten von allem. Alle sind Experten.
überhaupt wenn du mit Rückenschmerzen kommst, weiß jeder, was man machen sollte und wo es kommt, herkommt und einen Plan dafür, was zu nehmen, wie man sich trainieren muss und ich habe das gemacht und das ist ja den. Also man trifft nur Doktoren, die an ihrem eigenen Leben und deinem Leben rumdoktern möchten. Hallo Doktor, hallo Doc. Also alle haben Dogmen in sich, ne? So ein Dogma. Ne? Also Gott, wenn Gott zum Doc wird, dann ist er dogmatisch da vorne, hat immer sein Dogma und dann trifft er andere, die das gleiche Dogma haben und macht eine Partei draus. Und in Indien sagen sie, Consciousness is a bitch, also eine Ma, Dogma. Gott und seine Ma. Mama mia. Mama Ganga. Ganga mia. Nee, du triffst immer nur Götter, die immer besser wissen, wie alle anderen Götter, wie das Sein zu sein hat. Oder nicht? Hast, ja, ist so. Man selbst ist genauso. Als wenn man so intuitiv in sich spürt, man ist das Allmächtige, aber es merkt keiner. Eigentlich möchte man ja alle von seinem Weg überzeugen, von dem Ding und so, machen ja auch dann die Politiker. Jeder hat diesen kleinen Hitler in sich, der natürlich auch diktatorisch alles in seine Richtung treiben möchte. Ja. Da kommt auch keiner gegen an. Auch Pazifisten sind, kämpfen für den Frieden. Wahnsinn, ne? Für Frieden kämpfen. Ohne Waffen. Schön. Gab es einen schönen Ding, der, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, solche Sachen. Ne? Der mit seinem Haschisch da in Kreuzberg immer saß, wie ist der Neuss? Nee, Neuss? Ja, Neuss. Neuss, ja. Mit der Trommel immer damals ja. Bei. Wir sind alle schon zu alt hier. Nichts Neues. Ne, ich will nur darauf, man ist nicht besser oder schlechter als alle anderen, mit denen man sich umgibt, irgendwas, egal was. Man trifft sich immer selbst und man selbst ist das Größte. Und der andere ist auch das Größte und das Allmächtigste. Und ist natürlich total genervt, dass keiner macht, was er will, noch niemals er. Dass er keine Macht hat über seine Handlungen. Da leidet er am meisten drüber. Ja. Wenn ich nur könnte, wie ich wollte. Du kannst doch niemals wollen, was du willst, stell dir vor. Versuch mal zu wollen, was du willst, bevor du willst, was du willst. Oder versuch mal zu denken, was du denkst, bevor du denkst, was du denkst. Ja. Und dann denkst du denkst, du hast dir das gedacht. Dann manche denken sogar nach. Das Schlimmste, was man machen kann, nachdenken. Wir haben erst gedacht, das ist so ein Scheiße zu denken, aber dann noch nachdenken. So ein Nachttisch von Scheiße. Habe ich mal nachgedacht und dann habe ich, ja, so stelle ich mir jetzt vor, ich bin in die Materie eingedrungen, habe nachgedacht, Nachttisch von irgendwas, nochmal nachverdaut. So ein, ich habe so einen Kuhmagen da oben, so einen dreifachen oder so, Pansen und das noch drauf und den Blättermagen und schiebe es von da nach da, damit ich alles dann hinten grün rauskommt. Ich bin ein Grüner. Verdaue alles. Ich habe den Bullen gezähmt und denke nur noch als Kuh. Frag mich was. Ja, jetzt aber. Das, was du beschreibst, passiert ja selten sogar in einer spirituellen Szene, also ja, was ja. Ich so beobachtet habe. Da gibt es dann das Schlimmste überhaupt. Bücher oder Leute, die dann sagen, wenn wir uns alle so friedlich verhalten oder so, ja, so ja. All das Buch kaufen oder was auch immer. Wenn wir alle erwacht sind. Genau, dann haben wir vielleicht die Chance, die neue Erde zu bringen. Das auch sowieso. Genau, ja. Eckart Tolle auf der Flucht. Ich meine, eigentlich ist es ja auch nichts schlecht dran. Doch, das ist schlecht. Das ist also eigentlich. Es hört sich gut an, aber es ist total scheiße. Du fühlst dich sofort als scheiße, weil du dem nie gerecht wirst. Du fühlst dich immer minderwertig, weil du dem nie gerecht wirst, was die von dir verlangen oder was da als Vorstellung. Sofort nur, ach scheiße. Du tust dann manchmal, ja ich auch, aber eigentlich weißt du, bist der größte Arschloch, das du kennst.
Das weißt du. Jeder weiß, ich bin eigentlich das größte Arschloch, was ich kenne, und ich möchte mich anders verhalten. Das ist das Schlimmste, sich selbst zu vergewaltigen. Also guter Mensch sein wollen und solche Sachen. Ja, das diese innere Vergewaltigung, die man im Buch gelesen hat, so müsste es sein, so müsste man erwachen und dann verhält man sich so und so und dann arbeiten alle für das gleiche Ziel, Frieden für alle. Ja, hehre Ziele. Also selbst wenn das so funktionieren würde, also sagen wir mal, fragen wir mal anders. Ja, es macht keinen Sinn wahrscheinlich. Also es läuft doch, es macht, das Schlimme ist, es macht alles Sinn. Jeder sehnt sich danach, Frieden und so. Und das ist, verkauft man am besten. Das ja, sind Verkaufdinger. Das verstehe ich schon. Das Liebe, offenes Herz, alles diese Sachen, die verkaufen sich am besten. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, also diese, wir machen jetzt und wir kämpfen für den Weltfrieden, wir denken, das ist ein Soldat, ein spiritueller Soldat für die neue Welt und für die neue Erde. Das verkauft ja solche ganze tolle Gemeinschaften. Das ist ja das Gemeine dran, man sehnt sich ja danach, aber dann wird es auch noch einem versprochen. Und das bedeutet und letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, dass Manipulation. Ja genau, also das im Phänomenalen sowieso gemacht werden kann, was also total bescheuert ist, im Äußeren versuchen zufrieden zu finden und da versprochen wird, dass man im Äußeren in der Welt irgendwann mal Frieden hat. Eine Unmöglichkeit, die ständig wieder verkauft wird. Aber das Nominale, wenn ich das richtig verstehe, also ich meine, es passiert ja trotzdem einfach so, also die Leute, die zum Beispiel Bücher schreiben oder die dann spirituell sehen und so weiter, die können ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch nichts dafür. Also die werden ja auch so gelebt. Ja, so weit gehe ich jetzt nicht. Also das passiert ja auch einfach so. Also das ist immer, man selbst wird ja mal gelebt, wie man gelebt wird, aber die nicht. Ja. So weit kommst du noch. Nur die nicht. Und insofern ist es auch egal. Nee, egal möchte ich nicht. Also für mich kein Regal. Das ist eine einmalige Variation von Dummheit, die das Sein einfach machen muss. Ja, deswegen ist auch kein Problem, das meine ich damit. Es gibt viele Probleme, aber die machen kein Problem. Kein wirkliches. Nee, es gibt viele Probleme, aber lassen wir sie liegen. Kein Problem ist immer noch Problem. Das ist ja, es gibt kein Entkommen der Probleme. Auch kein Problem ist das größte Problem. Man ist immer plemplem, so oder so. Pro-plem oder anti-plem. Immer plemplem. Immer von sich selbst verarscht. Man täuscht sich immer selbst. Man ist ständig im Täuschen, Tarnen und Verpissen. Das ist spirituell sein. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ne? Das ist mir schon aufgefallen, ja. Dass es genau das gleiche Spiel ist, wie sonst auch gespielt wird. Ja, also immer täuschen, tarnen, immer lügen, man lügt sich immer ein vor, man täuscht sich und alle anderen und man täuscht, als wenn man das und so, dann tarnt man sich als etwas und dann möchte man sich verpissen. Also weiter sein. Ja, das nennt man spirituelles Leben. Auch Erleuchtete, die täuschen ja vor, dass sie was erfahren haben, was mehr ist, oder erwacht, das ist das schlimmste Täuscher. Die täuschen, also nicht erwacht ist täuschen, also du täuschst dich im Nichts, und wenn du da wacht, noch mehr, Übertäuscher. Also immer ein Vortäuscher. Vortäuscher falscher Tatsachen. Also was tun? Wenn immer alles nur vorgetäuscht. Egal was. Man kommt da nicht raus. Da ist irgendeiner mit der Taschenlampe. Täuscht sich ein. Der wundert sich, dass er nicht drin ist. Der Wachschutz. Der war B. Ja, man ist doch schon allein morgens wach zu werden, ist eine Täuschung, weil beim Wachwerden wird ja keiner wach. Der Körper ist schon voll da, der lebt schon für sich alleine, das Herz pumpt, alles das Ding. Es gibt ja gar keiner Wachen. Das ist ja schon eine Täuschung, als wenn da einer wach wird. Nur weil auf einmal der Film anfängt, denkt man, der Film fängt doch nicht an, der läuft doch unendlich. Der Körper ist doch ständig am Filme machen.
Nur weil dann einer Geschichtsschreiber auftaucht, der Geschichte schreibt, der wird auch nicht wach. Da geht eine Geschichte von einem Täuscher da vorne weiter. Ein Ich, was eine Täuschung ist. Eine Geschichte macht, also im Nebel des Lebens Geschichten schreibt. Alles Täuschung. Aber versuch mal nicht getäuscht zu sein. Das ist genauso Täuschung. Du kommst aus der Täuschung nicht raus. Und du bist immer der Täuscher, das Täuschen und Getäuschte. Kein Entkommen. Das ist der göttliche Unfall, dem du nicht entkommen kannst. Der absolute Träumer kann einfach nicht aufhören zu träumen, weil der Traum, den er träumt, nie angefangen hat und nie aufhören wird. Also was soll er machen? Und es ist immer, auch wenn du das als Täuschung erkennst, ist Teil der Täuschung. Auch das Erkennen der Täuschung ist Täuschung. Es gibt nur Täuschung. Also es gibt immer nur Ignoranz. Also was tun? Wenn es eh kein Entkommen gibt. Diese Hoffnungslosigkeit ist für mich ist Genuss. Ich genieße einfach keine Ahnung was. Ich muss gar nicht wissen, was ich genieße. Hm? Ja, da lacht es hinten. Hinten lacht es immer. Der Himmel lacht immer. Und vorne ist immer nur Wetter. Ja, der Himmel lacht. Der Himmel weiß gar nicht, warum er lacht. Auch Jesus ist in den Himmel gefahren, der ist einfach in die Lächerlichkeit. Maria und die machen da oben eine glückliche Familie auf. Himmlisches Vergnügen. Eine Fahrt ins Blaue. Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Ja, blau ist einfach die Farbe in Indien auch Shiva, denn blau ist das, was Krishna ist und so, wo du nicht mehr weißt, was du bist oder nicht bist. Also wo du das bist, was du bist, ohne zu wissen, was das ist und was das nicht ist. Das ist das Blau an sich. Das voll besoffen von sich selbst. Wo kein Vorderteil, kein Hinterteil, egal, ob wo es keinen, absolut keinen gibt, der weiß, was er ist oder nicht ist. Und jetzt morgens wacht, der denkt, der vorne wüsste was. Der kleine Glück auf. Aber der macht dort den Himmel nicht. Ich kann doch den nicht verdunkeln oder irgendwas. Das Schattending. Ja. Also eigentlich das, was für einen Menschen die Hölle ist, die Hoffnungslosigkeit, ist für deine Natur der Himmel. Himmel und Hölle. Die Willenslosigkeit, das nominale Sein, was gar keine Norm kennt. Und gar kein nominales Sein kennt. Hm? Und kennt das nominale Sein, das nominale Sein. Aber frisst mich das dann nicht auf in dem Moment? Bitte? Aber frisst mich das in dem Moment nicht dann auch auf? Willst du doch auch. Ja, du hast dich doch so gern, das zum Fressen gern. Also fress dich doch einfach. Das machst du doch ständig. Du bist die absolute Schlange des Bewusstseins, sich selber fressend, unendlich. Und nie satt werdend. Du machst dich selbst nie satt. Und die Sattheit, die du bist, braucht keine Sattheit. Und vorne erlebst du dich als unersetzliches Etwas. Unendliche Unersättlichkeit. Da gibt es keine Sattheit im Sein. Und das Sein braucht keine Sattheit. Und das ist die Sattheit. Aber da komme ich nicht hin, weil ich immer wieder reinfalle. Weil du da nie rausgekommen bist. Du kannst ja nicht nicht sein. Ja. Ja, und was du nicht sein kannst, das ist nie gekommen. Beim Kommen kommt es nicht und beim Gehen geht es nicht. Es geht einfach nicht, weil es nicht gekommen ist. Aber es geht ja immer wieder in die andere Richtung. Es geht in keine Richtung. Wo sollst du denn hin? Na, das stimmt wahrscheinlich. Richtung gibt es nur im Traum. Wie kannst du das verlassen, wo du nicht drin bist? Nur im Traum gibt es drinnen und draußen und innen und das und so und Richtung und ein ganzes Zeug. Alles das gibt es, vegan und organisch und eine ganze Zernober von Traumzuständen, montierten Wirklichkeiten. Aber montierte Wirklichkeiten sind nun mal nicht das, was Wirklichkeit ist.
Die Wirklichkeit montiert sich nie und alles andere, was montiert wird, wird auch demontiert. Also es montiert sich und demontiert sich. Also das Montierte ist Scheinwirklichkeit, die sich scheinbar montieren und scheinbar demontieren. Der Shiva, der aufbaut und wieder abbaut. Und beim Aufbauen nichts aufbaut und beim Abbauen nichts abbaut. Wo nie etwas kreiert wird, deshalb auch nie was zerstört werden kann. Das ist ja das Wahnsinnige, es ist nie etwas kreiert worden. Wie kann da irgendetwas geben, was man kaputt machen kann? Man kann sich kaputt lachen vielleicht, aber über die Idee, dass man was kaputt machen kann. Ja, eigentlich könnten, ich sage immer, Leute kommen immer, die haben immer die Diamant-Sutra gelesen, die Hart-Sutra, alle die Sutran und haben immer gelesen, dass Buddha sagt, dass es kein Buddha gibt und Buddha wird nie die Welt betreten und das, was Buddha ist, so oder so. Alle haben unendliche Sachen gelesen und so, nie etwas kreiert und nie etwas wurde zerstört, aber dann geht es doch immer weiter, ne? Schon macht man wieder ein neues Konzept, man vergisst ja immer gerne. Weil wenn man das nicht sofort wieder vergisst, kann man ja gar nicht als Mensch weitermachen an diesem Scheiß. Ne? Man hat sich an das Suchen so gewöhnt und an die Möglichkeit, dass es da doch was geben könnte und so. Macht ja auch Spaß. Man kann ja so tun, als ob es da doch was zu tun gibt. Wir können ja mal an der neuen Erde basteln. Macht ja nichts. Wem tut's weh, ne? Das ist so, jeder hat die Erfahrung, man isst das schönste 5-Sterne-Hotel, Restaurant, Essen und was kommt bei raus? Das ist so mit den Ideen, die man so hat, so Gedankenspiele, Wissen, weil Bücher, die man liest, was kommt dabei raus? Neue Konzepte, also neue Scheiße. Also ich hatte den Ranjit, den Bombe, der hat immer gesagt, also alles nur eine Shit Factory. Der ganze Körper, Geist, Seele, alles Kopf und Verstand. Alles ist Schöpfer. Du kannst das Schönste, Teuerste reinstecken, was rauskommt, ist immer scheiße. Also Erleuchtungsideen, Realisationsideen und alle Ideen von spirituellen irgendetwas, das schönste Sachen und Frieden und Ding. Und was kommt da raus? Scheiße. Ich finde es gut, das satt Shit aneinander, finde ich super. Shit an Shit. Ja, wenn alles scheiße ist, ist super. Wenn nur eine Sache nicht scheiße ist, das ist die Scheiße. Dann stinkt's. Aber wenn alles scheiße ist, ist doch... Nur wenn du deine Nase über die Scheiße halten willst und denkst, du weißt was, mit no, I know, it's my nose, dann stinkt's. Wenn du scheiße bist und scheiße siehst, ist doch super. Dann kennst du gar keine Scheiße, weil alles scheiße ist. Ich meine, es hört sich jetzt scheiße an, aber... Aber es ist scheiße. Ist nicht. Nee, das hört sich nicht scheiße an. Ja, aber ich meine so, damit man auch... Du bist der absolute Arsch und erfährst dich als viele Arschlöcher. Unendliche Arschlöcher. Du bist nicht das Arschloch, du bist der absolute Arsch mit vielen Löchern. Aber das heißt nicht... Aber sobald du nur das Loch bist, das stinkt dir. Weil nur das Loch stinkt. Der Arsch, der kennt keinen Geruch. Also das nominale Sein, das kannst du als Arsch nennen. Und er fährt sich als viele Arschlöcher. Und es kann sich nicht drücken davor. Ja, unter Druck. Und aus den Arschlöchern kommen nun mal immer... Was ist die Alchemie? Eigentlich ist das die wahre Alchemie, aus Scheiße Gold machen. Weil wenn alles scheiße ist, ist alles Gold. Wenn du nicht mehr weißt, was scheiße ist und was keine Scheiße ist, dann ist alles Gold. Dann gibt es nur noch Gold. Das ist der Goldesel, der ständig sich streckt. Aber Tischlein deck dich, immer voller Tisch. Das Buffet ist immer angerichtet. Wenn es eh alle... Also wenn die Geschmacklosigkeit ist, super. Absolute Geschmacklosigkeit. Also sobald du Geschmack hast, das ist die Hölle. Geschmack haben, das ist Hölle. Der weiß, wie es schmeckt. Lecker, 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 lecker. Dieses Leckersein, es muss lecker sein, es muss so sein. Mein Leben müsste sich so verhalten und das Ganze. Diese ganzen Ideen, ne? Was wäre, wenn ich dann erleuchtet bin? Wie wäre es denn dann? Und was wäre alle diese Vorstellungen? Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann gibt es halt Erleuchtete, die dir versprechen, wenn du mir zuhörst, wenn du in meiner Umgebung, in meinem Butterfeld hier rumhängst, dann wirst du auch erwachen und dann sind wir alles Erwachte und dann
hängen wir uns nur noch umarmend in den, wir erwürgen uns bei einem Umarmung der, oh Gott, das Schöne ist, dass auch dieser Mulchi, oder, die werden, sind alle erschöpft irgendwann und brauchen erstmal ein paar Jahre Ruhe, um Leute umarmen. Die fühlen sich so gehackt. Kannst dich gar nicht reden. Dann müssen sie nur noch. Die ganzen Erwachungsscheiße. Gott, Gott. Aber damit überhaupt die Idee von wach oder nicht wach sein kann, muss ja schon mal Wachheit sein. Ohne die Wachheit, die du bist, die nicht schläft, kann ja da vorne gar keine Idee von irgendetwas da oder Vorstellung stattfinden. Also was tun? Neue Witz, neue Witze braucht das Land. Kann denn der Mensch das Nominale, sag ich jetzt mal, das Sein, nicht auch sozusagen sein, also spüren sozusagen? Es kann es nicht sein. Auch der Mensch ist Leben. Das ist absolut. Was ist keine Energie? Was ist kein Leben? Das zeigt sich dann als Mensch. Aber auch der Mensch ist Gold. Ja. Oh. Macht's gut. Du weißt, ja. Bitte? Du weißt. Alles klar. Wir kennen uns. Jo. Wir waren mal super. Der vor 24 Jahren, 3-4 Jahre gesessen, hat alles mitgeschrieben. Stenno-mäßig. Ich sage, willst du Bücher schreiben? Nee, super. Die kam irgendwo, kam sie aus Polen, Tschechei. Na ja, geil. Ja, wer schreibt, der bleibt. Ich habe mich eingeschrieben. Naja. Nee, wenn du da, das ist alles, ich bin die Fußsohle des Seins. Wenn die Sohle was sagen, also diese, ob jetzt die, my soul has a soul, welche Seele ist die Fußsohle, die Fußseele? Hallo, hallo Seele. Ich bin ein Essener. Kennst du ja die Essener, ne? Die Essenz, die, es gibt nur die Essenz, sich als Sohle zeigt. Manchmal löst sich auch auf. Am Mittwoch habe ich meine Nikes morgens angezogen, bin nach Kreuzberg gegangen und als ich da war, waren meine zwei Sohlen, sie hatten sich aufgelöst. Musste ich in Second Hand, musste mir nur einmal getragene Adidas kaufen und die gleich wegwerfen. Jetzt bin ich wieder auf Deutsch geschwungen, weil Nike hat sich aufgelöst. Natürlich ein Schnäppchen geschossen. Das war der Vorteil, ne? Nee, der hat nicht versagt, der hat funktioniert. Der Nike? Nee, der hat sich zur richtigen Zeit aufgelöst, damit ich dann genau da reingehe und mir die Dinger kaufe. Und hinterher gucke im Internet, wie teuer die eigentlich sind und mich freue. Ja, es gibt ja doch so kleine Freuden im Leben, ne? Wenn man so Schnäppchen macht. Und die laufen sich auch noch besser als Nike. Warst du doch die Woche noch da? Was? Ich bin immer hier. Du warst doch noch da die Woche. Ja, ich habe mal wieder 16 Kilometer täglich gelaufen. In Berlin. Dafür braucht man eine Seele, Sohle. Sohlband. In Berlin. Ja, wo meinst du, ich bin woanders noch gelaufen? Als ich fahre 4 Stunden Weserberglein, dann wieder 4 Stunden zurück. Was denkst du denn überhaupt? Du lügst mich an, das finde ich. Was? Ganz gemein. Ich lüge immer. Ja, aber so. Ich lüge. Ja, meistens, denen, die sagen, sie lügen, den glaubt man. Das ist ein verrücktes System, ne? Sobald einer sagt, ja, ich lüge immer, oh, da muss irgendwas dran sein. Der sagt bestimmt die Wahrheit. Dem glaube ich. Ja, bist du denn länger wie 3 Stunden gelaufen pro Tag, oder was?
16 Kilo. was meinst du, warum, was mich so fit hält? 2500 Kalorien verbraucht. Ja, das sind 800 Kalorien. Dann kann ich wieder zwei Brötchen extra essen. Meine, manche sind Vegane und ich bin Dauerläufer. Ich meine, diese Teerstraßen. Was? Straßen. Super, ich hasse über die Weide zu laufen. Das habe ich als Kind genug gemacht beim Kühlmelken. Jetzt laufe ich Teer. Ich bin auch ein Window-Shopping, mache ich unheimlich gerne. Ich laufe durch Berlin und shoppe mich tot und freue mich, dass ich nichts kaufen muss. Ah ja, da trinkst du ja nicht in Kuhscheiße, eher in Hundescheiße. Ja, ich bin Stadtläufer. Wenn man mehr als 20 Jahre im Grünen gehaust hat, Gras Bauern sein, Bullen eingeführt. Bist du länger wie 3 Stunden gelaufen? Ja. Eigentlich vier Stunden, Heidi. Ja, wenn es stimmt. 4 Stundenkilometer geht man eigentlich. Mehr als 4 Stunden geht man nicht, meistens 4,5, 5, wenn du ganz schnell läufst. Okay. Ja, okay. Und das in der Stadt? Ja, wo sonst? Du meinst, ich gehe extra in den Tiergarten oder so. Wow. Heidi, ich bin sparsam. Okay. U-Bahn kostet. Ja, ich fahre ja auch nicht U-Bahn. Ich auch nicht. Stell dir vor, ich werde die U-Bahn, deswegen... Gott. Geizig hält fit. Ja, ich weiß. Nicht nur geil, sondern auch fit. Man muss doch seine überflüssige Energie ablaufen, Heidi. Ja. Mach mal mit dem ganzen Scheiß. Man isst dann dauernd und Ding und sitzt da. Man muss doch, Gott. Dann wirst du ja immer jünger. Ich laufe mich weg. Ich laufe mir weg. Auf und davon. Näher ist es. Nee, man macht es gerne, wenn man es gerne. Man sollte doch das machen, wofür man gemacht ist. Ne? Man ist zum Gehen gemacht. Man gähnt abends und man gähnt sich so durchs Leben. Man kann gut schlafen hinterher. Es gibt nur Vorteile, wenn man so viel läuft. Heidi, besser so viel laufen als vegan essen. So, wo waren wir beim Montieren? Ingenieure, Zeichnungen machen, wie das Leben zu sein hat. Ja, spirituelle Konzepte. Es gibt in vielen Sachen Uplifting Spirit Festivals oder sowas. Rainbow Festivals. Wenn du dann das Ende des Rainbows gefunden hast, dann hast du deinen Schatz gefunden. Ja, heißt es. Dann hast du einen Regenbogenkörper auch funktional. Du bist total im Regenbogen. Gibt es beim Buddhisten Regenbogenkörper. The Rainbow Body. Dann hast du deine Bodhisattva. Also wenn dein Körper mal richtig satt ist. Bodhisattva. Als der Body mal satt war. Bodhi, der Erleuchtungskörper. Dann ist auch dein Körper reine Leuchtkraft, reine Energie. Dann ist der Tiger im Tank und du läufst da weg. Und es war einmal einer mit dem Regenbogenkörper. Alles sind Märchenstunde. Egal, was man macht, ist Märchenstunde. Es war einmal ein Regenbogenkörper. Es war einmal ein Buddha. Es war einmal ein Jesus. Es war einmal Christenheit. Es war einmal, es alles war einmal. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie immer noch nicht. Was kann denn da schon sterben? Hm? Oder gibt es nur das ungeborene Sein? Hm? Was ist es? Noch was? Ja, wenn jetzt, ich träume schon fast wieder gar nicht mehr, aber wenn jetzt, also ich meine, viele so praktizieren ja Meditieren und sowas, ja, wo der Verstand dann so ein bisschen ausgeht. Ein bisschen Tier sein ist immer gut. Ausgeht und dann man mehr in den Körper kommt und dann irgendwie die Liebe spürt. Versuch mal woanders zu kommen.
Versuch mal ohne Körper zu kommen. Das ist schon ein ständiger Orgasmus dann. Also ist es auch Quatsch oder ist es auch ein Fake sozusagen, dass wenn der Verstand ausgeht, bei Meditieren zum Beispiel, dass man ja dann irgendwie, das ist jedenfalls meine Erfahrung, sage ich jetzt mal, dass dann eben Sachen auftauchen, sage ich jetzt mal, also die nicht in so einem Verstand sind, also dass ich meinen Körper mehr spüre, dass ich mein Herz spüre und Liebe und sowas. Ist das auch alles Quatsch? Nö, Reise ins Ungewisse. Also bringt es was, sage ich jetzt mal? Ja, man kann sich mit anderen, die das Gleiche machen, gut unterhalten. Wie war es denn bei dir? So wie nach Sex. So, wie war es denn für dich heute? Bist du auch weggegangen beim Kommen? Ich war ganz weg, als ich gekommen bin. Wie war denn dein Wegsein? Außerhalb, keine Ahnung. Man kann sich über alles unterhalten. Man kann auch über Kniestrümpfe. Wie strickst du deine Strümpfe? Oder strümpfst du links rum oder rechts rum? Oder man kann alles, Unterwäsche oder... Wie viel Underwear braucht das sein? Es gibt alles. Ich will das gar nicht. Aber für mich ist genauso ein Fußballverein, zwei Trainer unterhalten sich. Wie lässt du und deine Mannschaft laufen? Ne, ist so. So ein Regelwerk einstellen. Oder Aufstellung. 2-4-6 oder 2-4-2, tralala oder was immer die machen. 5-5. Wie schaffen wir ein Tor zu schießen? Also Orgasmus zu kriegen. Erleuchtungsübung. Weil das, was kommt, auch wieder geht, deswegen oder warum? Ja, das sind Flüchtigkeitsfehler. Das ist alles nur ein Fehler. Was immer du erfahren kannst, ist ein Fehler. Es fehlt immer was. Der morgens wach wird, dem fehlt was. Also was immer du wahrnimmst, sind Fehler. Was immer dann der Fehler da vorne versucht, den Fehler zu korrigieren, bleibt immer Fehler. Immer fehlerhaft. Also der Fehler haftet an Fehlern, weil ohne Fehlern gäbe es keinen Fehler mehr. Dann hat er mal für ein paar Minuten also ohne Fehler sein, aber das ist der größte Fehler. Das macht keinen Unterschied. Nee, dann möchte er immer ohne Fehler sein, weil ohne Fehler ist besser als mit Fehler. Dann ist mit Fehler natürlich scheiße. Dann sind 99,9% des Lebens dann scheiße, weil nur dieses eine Promille manchmal fehlerlos ist. Ja, furchtbar, ne? Ja. Ist echt bescheuert. Ziemlich. Ja, du schaffst dir irgendeine Erfahrung, die dann natürlich besser ist als eine andere und da hechelst du immer hinterher. Diese Hyperventilationsmeditation gibt es ja auch dabei. Hyperventilation. Die hatte ich noch nicht, aber... Ja, was ist, hört man. Da kommst du in ein anderes Leben rein, hechelst dich in deine Vergangenheit rein. Ja, aber Osho gab es viel davon. Ja, das glaube ich. Man hechelt sich ins Mittelalter. Aber keiner war Markt, das waren alles so Ritter und Könige und so. Man hechelt sich ja nicht in Bedienstete. Wenn, dann möchte man ja königliche Erfahrungen haben. So Jungfrau von Orleans und sowas, das war natürlich sehr berühmt. Ja, das ist gut. Ja, es gibt alles Mögliche, weil alles immer noch da ist. Man kann sich überall reinhecheln. So. Ein Ding. Indem man mehr also Sauerstoff reinkriegt, dann kriegt man ja da oben einen Film, der erhebt sich die Wahrnehmung von der Decke ab da oben und dann kann sie sich irgendwo anders hin beamen. Das ist das Hyperventilationsbeamen. Ich beame mich mal in eine andere Umwelt. Früher oder dann noch später, dann so in die Hellsichtigkeit irgendwo. Mal gucken, wie Star Trek in 100 Jahren ist oder so. Geht alles, das Bewusstsein hat alle Möglichkeiten. Es gibt keine Begrenzung. Wenn es sein soll, ist es alles möglich. Aber deshalb wird das Bewusstsein nicht besser. Diese Idee, da gibt es ein besseres, größeres Bewusstsein, ein weiteres oder so. Ich habe meinen Raum jetzt ausgedehnt in meinem Bewusstsein, ich bin ein grenzenloses Bewusstsein. Das Bewusstsein muss nicht grenzenlos sein, um Bewusstsein zu sein. Es ist begrenzt wie unbegrenzt, was es ist. Es hat keinen Mehrwert und Minderwert. Kennt das gar nicht. Oder ein Körperle, Herzding und Liebe. Diese ganzen Sachen, super, aber ist doch kein Mehrwert. Für was? Wer hat denn da einen Mehrwert? Wer hat denn da einen Vorteil von? Ich.
Weil da bin ich ein Herzchen. Aber wo Herz ist, ist auch Schmerz, das weißt du. Herz und Schmerz, das kommt zusammen. Also wenn du ein Herz hast, scheiße. Herz sein ist wunderbar, aber Herz haben, furchtbar. Aber Herz kennt kein Herz. Die Herzlosigkeit des Herzens, die gar kein Herzen kennt, wer soll denn da hinkommen? Wer soll denn das haben? Diese Herzlosigkeit, die der Natur des Herzens ist. Die Seinslosigkeit, die Natur des Seins. Und da ist Schmerzlosigkeit. Aber alles, was ein Herz hat, der Besitzer, der Besessene, müssen wir noch eine Ex und Hop machen, also Exorzismus betreiben. Du hast dir selbst so einen Curse aufgegeben, so. Du hast dich selbst, weil du dich identifizierst mit einem Habenden, hast du dich selbst verflucht. Mit diesem Ich. Du kommst nicht dagegen an. Desto mehr das loswerden willst, desto mehr bestätigst es. Herrlich, ne? Vor total perfekte Falle, die du dir selbst gestellt hast. Selbstschuld. Immer wieder. Kommst nicht raus. Desto mehr du nicht raus willst, bist du drin. Herrlich, oder? Bewundere mich dafür. I'm adoring myself infinitely for my coolness und cruelty und den ganzen Herzlosigkeit meines Seins. Mit Pagern in Libanon, bang, 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 3000 auf einmal, das kann sich doch keiner ausdenken. Das Bewusstsein schafft alles. Jedes Walkie-Talkie platzt an deinem Kopf und die Ohren fliegen weg. Da denkt doch kein Schwein dran. Da musst du Moksha haben. Das kann auch keiner sich ausdenken, solche Sachen. Ampelregierung, wer soll sich sowas ausdenken? Hampel. Hampel. Du, gegen die Beziehung zu sich selbst oder zu anderen kommt man auch nicht an, oder? Gegen was? Gegen diese Beziehung. Gegen Beziehung? Wenn du keine haben willst, hast du besonders eine. Keinen kommen. Das, was die Beziehungslosigkeit ist, bist du sowieso, und das andere ist unter ferner liefen. Beziehung. In Betten kann man beziehen. Aber wenn eine Beziehung zusammen ins Bett geht und sich auf sich selbst bezieht, das ist die Hölle. Zwei unter einer Decke. Ne, Heidi? Da stimmt doch irgendwas. Zwei Furzen um die Wette und keiner will es gewesen sein. Nee. Beziehungsweisen. Da sind wir doch lieber Beziehungsweise, ne? Weise. Und nicht Grete Weiser. Keiner ist mehr heiser als Grete Weiser. Nee, aber hast du noch irgendeine spirituelle Übung? Die uns ich bin ja dafür da, also hier. I'm going shopping. Shop. Ja. Ja, ich habe die Freude am Shoppen, weil ich weiß, das, was ich abschlage, wächst sofort wieder ab raus. Das ist so ein Pop-up. Popeye. Das Ei kommt immer wieder hoch. Jeder ist in sich ein Popeye. Auch wenn man, da kommt dann einer ab, der gar nicht mehr ist. Und ich loses Ei. Vorher ist Ei und dann ist nur noch Ei. Und auch Ei. So eine Ente, die immer wieder. Du erschießt so unendlich und die dackt immer wieder hoch. Aber was bedeutet dann, sei das, was du nicht sein kannst? Ja, das kann es einfach nicht sein. Es hat keine Bedeutung. Eine Bedeutungslosigkeit. Das ist einfach nur ein Hinweis, ein Koan, was du nicht lösen kannst.
Nee, so, super. Da ist ein Bruch in deiner Kette von Gedanken. Ja, als erstes sei, was du nicht sein kannst. Da ist dafür ein Bruchteil von ein Split Second, da ist nichts. Da ist einfach nichts. Da ist doch niemals nichts. Da kann sich die Kette nicht weiter. Also kann die Spinne nicht weiterspinnen, der Denker. Weil er hat er keine Lösung für. Hat er keine Aufgabe mehr. Kein Auftrag. Das gibt auch keinen Versuch dafür. Versuch mal, dich nicht zu sein. Oh ja. Ist einfach nur ein Hinweis, dem keiner nachkommt. Kommt keinem. Ist einfach nur der Hinweis, dass du im Tief-Tiefschlaf, auch in der totalen Abwesenheit oder Anwesenheit von irgendwas immer du dir vorstellst, bist. Also das, was immer trotz allem ist, nicht wegen etwas. Also du trotzt jeder Beschreibung. Das kannst du also nicht sein. Wenn dein Beschreiber ist, der was beschreiben kann, wie immer ist, der braucht immer etwas Beschreibbares. Der braucht immer ein Gegenstück. Irgendetwas, was er beschreiben kann. Ein Seher braucht etwas zu sehen. Und der Seher muss sehen und gesehen ist. Diese drei Einigkeit da vorne. Ohne das kann es nicht sein. Das Gewahrsein braucht Bewusstsein und das Unbewusstsein. All diese drei, Vater, Geist und Sohn oder diese drei Trinity. Aber das, was du nicht sein kannst, das muss weder Vater sein, noch Gewahrsein sein, noch Bewusstsein, noch was immer du dir vorstellst, weil das alles sind Vorstellungen. Alles kann man, gibt auch ein Gegenteil davon. Das Gewahrsein ist nicht das Bewusstsein, sagen sie. Und das, so die Welt, Gewahrsein ist das Reine dann und das andere ist alles Unreine, der ganze Scheiß, den sie da. Es gibt keine dreckigere Idee als reines Sein. Dreckiger geht das Sein gar nicht, wenn man das reines Sein nennt. Was ist denn scheiß reines Sein? Warum muss das Sein denn rein sein? Hm? Ich frage mal, ganz unschuldig. So Verkaufstechnik einfach nur. Reines Sein, reines Bewusstsein, reines Gewahrsein. Fuck it, das ist einfach nur ein Bücherverkaufen oder irgendwelche Dinger da. Hm? Was verkauft sich am besten? Reine Liebe. Und dann noch unkonditionierte Liebe. I love you anyway. Nicht nur sauber, sondern... I hate you anyway, würde ich sagen. Das Einzige, was du kennst, ist unkonditionierter Hass. Hast du nicht gesehen, schon ist die Liebe weg. Ja, warum bist du hinter Liebe her, wenn du dich hassen würdest? Du bist nur hinter der Liebe her, weil du was hast. Weil du was hast. Du hast was. Besitzer. Und dann möchtest du das auch noch leben, dann, was du da nicht los wirst. Ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin. Ah, hilf mir Gott. Und heute, seit gestern habe ich gesehen, ich lasse das Sein jetzt einfach sein. Ich lasse das Sein sein. Ich lasse das Leben jetzt leben, wie es sich lebt. Ich. So ganz gnädig. Vorher nicht. Vorher musste das Leben dann so leben, wie ich das wollte. Aber jetzt lasse ich mal alles sein. Ich habe ganz einfach alles sein lassen. Einfach sein lassen. Einfach sein lassen. Lass doch mal fallen, diese Brüde. Lass doch mal los. Ich habe jetzt einfach losgelassen. Wie soll denn loslassen gehen? Was? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie loslassen. Doch, da haben Sie mal gesagt, nehmen Sie ein Kissen auf. Lass mal los. Oh, schau mal, wie einfach. Das fällt dann alles von selbst. Du musst einfach mal loslassen. Ablassen. Das sind Ablassbriefe dann von der Kirche da. Lass ab. Luft ablassen. Zahlst was in die Kasse da, wenn der. Das Geld im Klingelbeutel oder im Dings, der klingelt, der Seele aus dem Fegefeuer springelt oder so ein Scheiß. Ja. Verkauft man dann immer für den Seelenheil oder irgendein Blödsinn. Das reine Sein. Boah. Die unreinste Idee, die man haben kann. Reines Sein. Immer rein ins Sein. Ist der Rein auch Sein? Wenn ich ein Fischlein im Vaterrein wäre,
möchte ich gerne ein Fischlein sein. Wenn, der, wenn das Wasser vom Rhein, reiner Wein wäre. Goldener Wein. Goldener, so, die, unter golden macht es nicht. Nein, das heißt, so heißt das Lied. Silberwein. Ja, weiß ich, aber. Haha, hast du gerade nicht gewusst. Doch. Ich wollte dir eine Chance geben. Oh, danke. Ich wollte dir nur reinbeißen. Damit du auch einen Beitrag mal leisten kannst. Wie es wirklich ist. Golden. Goldener Oktober kommt dann nächste Woche oder sowas. Und Oktoberfest. Größte Saufparty der Welt. Das ist auch Meditation. Ne? Jedes Maß ist nur zu 3/4 voll. 14,50 Euro oder 15 Euro. Ich finde es gut. Ich meine, da muss man ja besoffen sein für. Man muss sich sehen lassen, ne? Ein Dirndl vorher bei irgendeinem. Steht mir nicht. Man muss dann müssen 3-4 Dirndl, die man umzieht. Man darf ja nicht mal mit dem gleichen Ding hingehen oder so. Und wir hatten immer Talks da, ne? In München bei Oktoberfest. Das war furchtbar. Ja, ja. Weil nur zum Oktoberfest die evangelische Saal frei war, weil sonst keiner da was machen wollte. Immer lustig. Einmal kam ein Pizzafahrer rein und klopfte und guckte rein. Irgendwo Pizza? Nee, keine Pizza. Seid ihr alle besoffen? Habt ihr was geraucht? Oh, Pizza. Stimmung. Dann haben wir mal Schaufenster, liefen so vorbei, die Trachten. Hey, was wollt ihr denn da? Hey, hey. Wo man überall gesessen hatte. Tja. Bayern. Was? So was nicht. Nee? Weiß gar nicht mehr. Die saßen so hier vor die Reihe. Oh Gott, immer vor mir. Und dann waren immer 3 Frauen, die immer. Wollten sie mal. Oh Gott, die. Wo? Wie heißt ich die? Namen vergessen. Eva. Die Eva saß immer rechts neben, die habe ich da nicht gesehen. Ja. Manuela. Die Schlimmste. Die hat keinen Fehler durchgehen lassen. Da musstest du nachsitzen. Ja, gut. Noch was? Erstmal nicht mehr, ich versuche bei mir. Ich glaube, du bist erfahren. Hat sich doch, da war doch schon Erfahrungsschatz in dir. Mit einer längeren Karriere vielleicht. Ja? No, da hast du bestimmt schon einige Sachen gemacht. So. Jetzt guckt sie sich um, kenne ich den vielleicht? Vom Dorf. Von wo? Ich kenne meine Welt nicht so. Welche Dorf? Was? Michendorf. An der Autobahn. Michendorf. Nach Magdeburg. Nach Leipzig. Also. Tja, kennt man jetzt mal jemanden aus Michendorf? Ja. Seit 100 Jahren da dran vorbeigefahren. Genau. Das jetzt kannst du denn mal einkehren da. Wenn ich mal einen Grund anzuhalten. Guck mal, da kenne ich auch einen von. Ja. Auch mal hinfahren. Mal gucken, wie es da ist. Man fährt ja immer gerne hin, wo man mal einen kennengelernt hat. Ne? Oder manchmal lernt man einen kennen und da möchte ich jetzt nicht mehr hin. Ja, nicht mehr. Wenn da solche Leute herkommen. Ja gut. Jetzt aber hier. Da was? Gerade nicht, das höre ich immer öfter. Später vielleicht. Oder früher. Gerade falscher Zeitpunkt erwischt. Hast du die Flasche
Flasche noch haltbar? Die was? Die Flasche, ist sie noch haltbar? Haltbar? Hast du vorher gesagt, haltbar. Haltbar? Halten. Halb gar. Halten. Halten, ich kann Flasche halten, ich bin Flasche. Als Flasche kann man Flasche halten. Ich bin ein Flaschenkind. Nee, ich bin eigentlich ein Brustmensch. Gut, dass das jetzt mal rauskommt. Ja, ein Jahr lang, meine Mutter war gut bestückt. War schon knapp 10 Pfund, also 10 Pfund beim Rauskommen und dann ein Jahr lang. Aber danach war ich immer der Kleinste. Zu Anfang der Größte und hinterher immer der Kleinste. Dann hast du einen Schub gemacht. Zu früh. Ja, es gibt also Flaschenkinder und Brustkinder. Und Flaschenkinder, da merkt man manchmal. Das sieht man jetzt nicht mehr. Was? Das sieht man jetzt nicht mehr. Bei dir nicht mehr? Nein. Weil in Schwaben gibt es das öfter, die sind mit allem geizig. Ich bin ja nicht vom Schwaben. Er muss das immer wieder bestätigen. Ich bin nicht vom Schwaben. Ich bin nicht vom. Das macht ihn richtig zum Schwaben. Der echte. Die echten Schwaben sind nicht vom Schwaben. Wasserzeichen. Ich glaube, du bist hellsichtig. Ich bin da aufgewachsen. Ja, in Schwaben. Darum machst du keine Fragen. Auch zum Geiz. Ja, die haben eine ständige Kehrwoche. Die kehren sich nur um sich selber. Kehr ins Land. Schwäbchen. Die Schildbürger. Mit der Speer durch die Gegend laufende. Alles aufspießen. Spießrutenlauf in Schwaben. Ich bin geflüchtet. Ja? In die Schweiz, ja. In die Schweiz? Ja, ist auch nicht viel besser. Hast du so eine Heidi immer da um dich rum? Nee, Schweiz ist. Das muss man erstmal hören können überhaupt. Ist aber die französische Schweiz. Ah, da war ich auch öfter hin. In Genf. Ja, genau, da. Teuer. Mhm. Das war schon vor 20 Jahren auch so teuer. Eine Pizza, 25 Franken. Boah, das kann man gar nicht, da kann man gar nicht leben. Da muss man echt schon viel verdienen. Ne? Oder Prana essen. Das hilft auch nicht. Sogar das ist zu teuer. Ja. Das war schön. Gutes Prana. Ja, Prana. Ja, Anna Söhr, da, sie hat immer übersetzt in französische Schweiz. Was macht dann die, wie heißt sie, die immer nach Berlin gekommen ist, die da unten gewohnt hat? Manu? 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 Hm? Nicht Manu. Nee, die andere, wie heißt sie? Madu, ja. Madu. Ach, ja. Bitte? Musst du mal wieder nach Genf kommen. Da muss schon noch was passieren. Ich werde immer bequemer. Ich mache immer jetzt energetische Batterie-Schonungssachen. Nächstes Jahr wahrscheinlich nur 5-mal da, wo ich wohne. Weil da kann ich zwischendurch immer nach Hause gehen und ein bisschen kochen, ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen Ego-Shooting spielen und ein bisschen Übungen für die nächste Session machen. Computerspiele. Nee, also ich bin zu Anfang wirklich um die Welt gerast wie ein Bescheuerter. Da habe ich echt keine Dinge mehr. Ich glaube, 3-mal im Jahr um die Welt gerutscht. Australien, dann Südamerika, also Staaten, dann 2-3-mal, oh Gott, Spanien, da, Marokko, da war. Dann die ganzen deutschen Städte überall rumgehoppt. Jetzt kommen alle zu dir. Bitte? Ja, jetzt müssen sie kommen.
Ich lasse alle kommen jetzt. Früher war ich ja sparsam. Ich dachte, wenn einer reist, das ist ja energetisch, also ökologisch vertretbarer, als wenn ich jetzt alle zu mir kommen lasse. Ja, stimmt. Ja, aber ich habe mich davon verabschiedet. Mein grünes Inneres hat sich gewandelt. Das ist Schwein. Ja, man kann auf solche Ideen kommen, ne? So, wenn man... So werden die Leute auch in Tiro da in Indien, ja, dann sitzen dann 150, ja, dann wollen die alle dann fliegen müssen, was, da geht ja die Welt echt unter. Und du bist schuld, genau. Ja, na, da, sowas lade ich mir nicht auf. Aber jetzt da Bad Pyrmont doch, das kann man. Das geht. Ah, du wirst Ehrenbürger in Bad Pyrmont, weil weiß ja keiner, weiß ja keiner. Noch nicht. Wird nicht bekannt gegeben. Keine Flyer, kein Ding. Nee, man muss da, wo man ist, muss man unbekannt bleiben. Gibt es da einen heiligen Berg oder eine heilige Quelle? Oder ja, der Berg heißt Pyrmont, also der Feuerberg. Oh. Und es gibt schöne Quellen da mit gutem Wasser. Also, Thermalbäder. Da lässt sich was draus machen. Ja, Reha-Kliniken, also wenn man mal irgendwas gebrochen hat oder Hüfte oder irgendwas neu. Alles schon vor der Ort. War zweimal schon im Krankenhaus, dreimal schon im Krankenhaus. Einmal, was man sich leisten kann, und Leistenbruch. Und was? Goethe ist auch schon einmal aus der Kutsche durchgestiegen. Was? Goethe. Eine Stunde hat er da mal gesessen. Ja, nee, er hat einen Monat da gewohnt in dem Haus. Aber es gibt ja überall in Deutschland Goethe-Plätze. Wo er mal kurz die Pferde gewechselt hat, da gibt es eine Goethe-Stube und so. Wenn Schiller noch dabei war, dann machen sie gleich ein Museum aus dem Teil. Friedrich der Löwen. Nee, ist gut zum Altwerden. Ist ein Jungbrunnen. Weil ich bin der Jüngste da. Bei dem Brunnen. Ne, Heidi? Ja, ja. Also ich habe mich noch nie so jung gefühlt. Ja, stimmt. Wenn du in Berlin bist, überhaupt hier in der Gegend, da denkst du, du bist wirklich ein alter Greis. Alle schieben ihre Kinder vor sich her und Dinge und so und dann kommt. Du denkst wirklich, dein Leben ist jetzt weg. Da geht ja was. Aber im Pyrmont, da schieben sie ganz was anderes. So Rollader, die machen richtig Freude. Jeder schiebt so ein Ding vor sich hin mit Einkauf und so. So viele Friseuse für Friseure. Nee. Und alte Leute sind pflegeleicht. Viele Pfleger. Hat sofort, gibt viele Büros, wo man gleich sich anmelden kann, wenn man es nötig hat. Also Essensdienste. Aber nicht so gutes Essen. Bitte? Nicht so gutes Essen. Ja, das ist geschmackloses Essen. Ja, was? Essen. Blödsinn. Kannst du nicht jeden Tag Pizza essen? Doch, das kann man. Keine Ahnung, die Schweizer. Die haben nur Raclette im Kopf. Nur Fondue und Raclette und schmieren ihre Käse über die Dinger da. Die Schweizer, die vom guten Essen reden, das ist schon. Das ist echt, das ist schon paradox. Das wäre so wie Franzosen über guten Wein. Französische Schweiz. Ja, gutes Essen. Wer braucht denn so einen Scheiß überhaupt? Hm? Immer dieser also hör mal. Hm? Die Zwischenstufe zu vegan. Gutes Essen? Nein, das nicht gutes Essen. Man kocht doch eh, weil man geizig ist zu Hause, man eht doch eh nicht Essen. Genau. Das schmeckt doch überall gleich dann, wenn man selber kocht. Oder nicht? Hm? Ist doch egal, wo man ist. Wenn man selber kocht, isst man überall das, was man gekocht hat. Aber hier die Schweiz, aber natürlich ein Restaurant, so drei Sterne, zwei irgendwelche Dinge. Drei Sterne? Ja, nein, da war doch das etwa die oben. Die haben den Michelin im Kopf, du. Ich sag dir. Alles nur Reifen. Die haben diese Michelin-Reifendinger da, diese fetten Säcke, die da vor den Dingern stehen. Ja, die Zukunft. Ja.
Ja, Brust raus. Und Brust ab. Wie war das, Brust oder Keule? Louis Dufresne. Gab einen Film, ne? Louis Dufresne. Ja. In Nizza oder irgendwo da unten. Haben Sie nicht noch da immer Polizist gespielt? Saint-Tropez, der Bulle von Saint-Tropez oder sowas. Mit Brigitte Bardot, mit Robben in der Küche. Ja, die hatte Robben. Was? Ach ja, der Dings, der Caretaker kommt. Der war schon mit der Lampe da draußen. Mit uns heimleuchten. Naja, morgen Mittag um eins oder was? Ja. 1 Uhr. Nein, 1 Uhr.